Menschen haben Schwänze. Okay, das klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber es ist wahr. Während sich unser Körper noch im Mutterleib formt, etwa vom 31. bis zum 35. Tag, kannst du ihn sehen. Und du hast ihn immer noch. Er ist in dir drin. Er ist Teil deines Steißbeins, um genau zu sein. Falls du dich mal röntgen lassen musst, frag den Arzt, ob er dir deinen Schwanz zeigen kann. Es sind die kleinen Knochensegmente am unteren Ende deines Steißbeins. Wir haben unsere Schwänze über Jahrhunderte der Evolution verloren. Stell dir vor, wir hätten sie noch, dann müsste jemand neue Hosen entwerfen. Wahrscheinlich hätten sie ein spezielles Loch oder eine Schwanztasche. Das Sitzen könnte auch ein bisschen unbequem werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Unsere Vorfahren hatten auch Fell. Wir haben es vor etwa 1,2 Millionen Jahren verloren. Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass wir immer noch Fell haben, also unsere Körperbehaarung. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir früher hatten. Wir waren wirklich dick bepelzt, etwa wie Schimpansen und Gorillas heute. Aber wir brauchten das Fell auch, um warm zu bleiben. Du würdest es bestimmt gerne wieder haben, wenn du irgendwo lebst, wo es eiskalt ist, wie zum Beispiel in Alaska. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass wir das Fell verloren haben, denn so können wir das warme Wetter besser genießen. Das Leben in größeren Gruppen bedeutete oft Dinge zu teilen und nicht alles davon war positiv. Es ist möglich, dass Menschen mit weniger Fell seltener krank wurden, weil sie nicht so viele Parasiten wie Läuse oder Zecken auf sich hatten. Das könnte ein Grund sein, warum wir über die Zeit unser Fell verloren haben und zu dem wurden, was du heute siehst. Obwohl ich zugeben muss, dass mehr Körperwärme, zum Beispiel im Winter, sehr praktisch wäre, dann müsste man sich nicht mehr in zig Decken einkuscheln. Oh, nicht schon wieder. Lass mich schnell ein Glas Wasser trinken, damit der Schluck auch verschwindet. Ah, viel besser. Okay, aber in Wirklichkeit ist es eben nicht so einfach, den Schluck aufzustoppen. Aber warum denn nicht? Also, das könnte an einem seltsamen Überbleibsel aus der vergangenen Evolution liegen. Eine Theorie besagt nämlich, dass Schluckauf heute keinen Nutzen mehr für uns hat, wir es aber trotzdem noch machen, weil wir von Amphibien abstammen. Amphibien hatten sowohl Lungen als auch Kiemen zur gleichen Zeit. Wenn sie abtauchten, schloss sich der Eingang, oder auch Stimmritze genannt, zu ihrer Lunge. Wir haben diesen Mechanismus zum Schließen der Stimmritze heute noch, aber er ist nutzlos, weil wir nicht im Wasser leben. Ganz schön unfair. Wenn wir schon vom Schluckauf genervt werden, dann sollten wir auch einen Nutzen daraus ziehen können, oder? Stell dir vor, du bekommst Schluckauf und dadurch wird in dir eine Superkraft aktiviert. Du hörst auf, durch deine Lungen zu atmen und nutzt jetzt deine Kiemen. Das wäre mal was anderes, vor allem für diejenigen, die gerne schwimmen. Die meisten unserer Zähne passen so ziemlich perfekt in unseren Mund, aber es gibt vier von ihnen, die zu spät zur Party kommen und alles ruinieren. Wir sprechen hier natürlich von den Weisheitszähnen. Sie haben keinen wirklichen Zweck, aber Menschen und ein paar Primaten bekommen sie. Glückliche Spezies wie die Tamarine brauchen sich deswegen aber keine Sorgen mehr zu machen. Und etwa 35% der Menschen haben auch keine Weisheitszähne mehr. Wir sind wohl auf dem Weg, sie ein für alle Mal zu verlieren. Kein Zahnarzt mehr nötig, um sie entfernen zu lassen. Und auch keine Kopfschmerzen mehr wegen ihnen. In Irland gibt es viele Menschen mit roten Haaren. Wirklich viele. Bis zu 30%. Das sind eine Menge Rothaarige. Und es ist ein Ergebnis der genetischen Drift. Gendrift bezeichnet die Weitergabe eines Merkmals von deinen Vorfahren, das keinem wirklichen Zweck dient. Aber deshalb gibt es Menschen mit roten Haaren. Falls du also rotes Haar hast, steckt dahinter kein magischer Grund oder so. Es ist nur ein Merkmal deiner Vorfahren aus längst vergangener Zeit, das von einem Mitglied der Familie zum anderen Mitglied weitergegeben wurde und schließlich an dich. Ich hätte gerne rotes Haar. Hast du rotes Haar? Schreib's in die Comments. Im Mutterleib, in der 16. Woche, bekommen wir den starken Drang, nach der Nabelschnur zu greifen. Und wir tun es auch. Affen machen übrigens das Gleiche. Es gibt auch einen Grund dafür. In der freien Natur müssen sich die Babyaffen am Fell ihrer Eltern festhalten. Menschen haben das früher auch gemacht, aber seit wir unser Fell verloren haben, haben wir auch dieses unwillkürliche Greifen verlernt. Man nennt das übrigens palmarer Greifreflex. Weit öffnen und A sagen.
Gut, jetzt kann ich deine Mandeln sehen. Aber wofür brauchen wir die eigentlich? Wenn wir uns das genau ansehen, verursachen sie mehr Probleme, als dass sie Nutzen bringen. Aber die Mandeln sind wie ein Schutzwall, der uns vor Keimen und anderen ekligen Dingen schützt. Zum Beispiel, wenn wir essen. Doch meistens bescheren sie uns eine schreckliche Halsentzündung. Und deswegen werden sie bei einigen Menschen auch einfach rausgenommen. Stell dir mal so einen kleinen Beutel vor. Wir haben einen davon in unserem Körper. Okay, nicht genau so einen, aber so ähnlich. Ein Organ, das einem Beutel ähnelt. Unser Blinddarm. In der Wissenschaft nahm man früher an, dass er völlig nutzlos sei. Aber vor kurzem fanden sie heraus, dass wir ihn tatsächlich irgendwie brauchen. Aber nichtsdestotrotz verursacht er, genau wie die Mandeln, oft nur Probleme. Viele Menschen haben sich schon den Blinddarm entfernen lassen und fühlen sich nicht anders. Also kann der nicht so wichtig sein. Vielleicht hat er unseren Vorfahren in der Vergangenheit geholfen, aber Probleme mit dem Blinddarm verursachen heftige Bauchschmerzen. Du weißt doch, dass manche Menschen ihre Ohren so witzig bewegen können. Genau so. Ich kann das nicht, aber vielleicht kannst du es ja. Probier's mal aus. Einige von uns können das, weil sie, wie andere Tiere auch, einen Muskel haben. Er heißt Ohrmuschelmuskel, aber für uns ist er eigentlich nutzlos. Katzen können ihre Ohren ziemlich gut kontrollieren, wenn wir nur von ihnen lernen könnten. Sie schauen nach vorne, aber lauschen hinter sich, nur indem sie ihre Ohren bewegen. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, wenn du mich fragst. Streck deinen Arm aus, soweit du kannst, deine Hand auch. Bring nun deinen Daumen und deinen kleinen Finger zusammen. Du siehst jetzt wahrscheinlich eine Linie auf deinem Handgelenk. Was du siehst, ist der Palmaris Longus Muskel. Etwa 90% der Weltbevölkerung hat ihn. Statistisch gesehen müsstest du ihn also auch haben. Damals brauchten unsere Vorfahren jeden Muskel, den sie bekommen konnten, um auf Bäume zu klettern und nach Dingen zu greifen. Aber seitdem wir laufen, nutzen wir diesen Muskel nicht mehr. Affen können aber noch problemlos auf Bäume klettern. Sie haben so einen Muskel sogar an ihren Füßen. Es ist der Plantaris-Muskel, auch bekannt als der Affenmuskel. Wir haben ihn auch, nur dass wir ihn nicht mehr brauchen, weil wir eben nicht mehr rumlaufen und irgendwelche Affengeschäfte machen. Wie auch beim Palmaris-Longus werden etwa 10% der Menschen ohne Plantaris geboren. Wenn du einen Affen am Ast hängen siehst, dann weißt du, dass er wahrscheinlich an seinem Palmaris-Longus hängt. Wenn du nachts um 3 Uhr den Drang nach Essen verspürst, dann liegt das an deinem Hunger. Das wusstest du wahrscheinlich schon, aber was du nicht weißt ist, dass Hunger sich als Auslöser entwickelt hat, damit wir nach mehr Essen suchen. Falls du also ein paar extra Pfunde drauf hast, die du nur schwer runterbekommst, dann weißt du, was zu tun ist. Schieb es auf die Evolution. Unsere hungrigen Vorfahren hätten sich bei der Suche nach Essen mehr Mühe geben sollen, um uns nicht diese Eigenschaft zu vererben. Unsere Vorliebe für zuckerhaltige Snacks wie leckere Schokokekse und Milch ist auch auf die Evolution zurückzuführen. Unsere Geschmacksknospen haben sich nämlich genauso entwickelt wie der Hunger. Und zwar, damit wir Essen finden, das uns gut tut. Du gehst spazieren und wirst von einer kühlen Brise erwischt. Du hast nur ein T-Shirt an, also gehst du nach Hause. Du kommst mit klappernden Zähnen zu Hause an und merkst, dass du auch eine Gänsehaut bekommen hast. Die haben wir von unseren pelzigen Vorfahren. Wenn es kalt war, bekamen sie eine Gänsehaut und ihr Fell stand ihnen zu Berge. Dadurch wurde Luft im Fell eingeschlossen und ihr Körper isoliert. Wie ein schöner, flauschiger Mantel. Wir haben kein Fell mehr, also bringt das auch nicht mehr viel. Die Evolution erklärt auch, warum du vielleicht eine Gänsehaut bekommst, wenn du erschrocken bist. Stell dir vor, du bist ein Höhlenmensch in der Wildnis und plötzlich springt ein Tiger auf dich zu. Er fängt an zu knurren. Aber keine Angst, deine Haare stehen dir zu Berge und du siehst plötzlich riesig aus. Das aufgeplusterte Fell schüchtert den Tiger ein und er läuft weg. Oder der Tiger ist kein bisschen eingeschüchtert und verspeist dich einfach. Vielleicht haben wir ja das Fell verloren, weil es bei uns einfach nichts gebracht hat. Wir brauchen eigentlich keine 15. Du machst die Wäsche und hast alle Hände voll. Oh, du hast ein Handtuch fallen gelassen. Was tust du? Genau, du hebst es mit deinen Füßen auf. Das ist möglich wegen unserer 15. Aber wir könnten auch auf einen verzichten. Da wir aufrecht gehen und nicht von Ast zu Ast springen, ist ein Zeh weitgehend nutzlos. Wir können auch mit 4 Zehen gut gehen und auch rennen, vielleicht sogar mit weniger. Wer weiß, vielleicht haben die Menschen in Zukunft nur noch 4 Zehen an jedem Fuß. Oder einen. Stell dir das mal vor. Okay, schau dich mal im Spiegel an. Ja, direkt in die Augen. Siehst du die kleine Gewebefalte in den inneren Ecken deiner Augen?
Pass auf, das wird dich interessieren. Das war früher ein drittes Augenlid und wird Nickhaut genannt. Du kannst es heute zum Beispiel bei Schlangen oder Eidechsen sehen. Das dritte Augenlid diente demselben Zweck wie die beiden anderen, obwohl unklar ist, ob es beim Menschen je komplett ausgeprägt war. Diese Membran war nicht so dick wie die Augenlider, die wir heute haben. Aber sie konnte das Auge befeuchten, ohne die Sicht zu versperren. Heute ist davon nur noch diese winzige Falte im Augenwinkel übrig. Wahrscheinlich werden wir sie in Zukunft ganz verlieren. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Kruste im Augenwinkel aufwachen. Und wenn du dich gerade so im Spiegel anschaust, dann schau mal tiefer. Tiefer, noch ein bisschen tiefer. Ja, das sind deine Zehen. Sag Hallo und Tschüss. In der Wissenschaft glaubt man, dass wir in Zukunft unsere Zehen ganz verlieren werden. Unsere Vorfahren, die alten Primaten, brauchten Zehen, um auf Bäume zu klettern. Sie benutzten sowohl ihre Hände als auch ihre Füße, um nach den Ästen zu greifen. Das machen die meisten Affen und Menschenaffen auch heute noch. Sie haben längere und flexiblere Zehen und beweglichere Füße, mit denen sie sich an den Ästen festhalten können. Dank der Beweglichkeit ihrer Füße können sie mit ihnen auch Gegenstände vom Boden aufheben. Für uns Menschen ist das schon etwas komplizierter. Versuch mal, einen Stift mit den Zehen vom Boden aufzuheben. Ist gar nicht so leicht. Der Mensch hat bei seiner Entwicklung einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben angefangen, aufrecht zu gehen und sind von Bäumen auf den Boden gekommen, wodurch sich die steiferen Füße und kürzeren Zehen entwickelt haben. Heute brauchen wir unsere Zehen, um das Gleichgewicht zu halten, wenn wir von den Fußballen zu den Zehenspitzen abrollen. Unser Gleichgewicht ist aber heute viel zentraler geworden. Zuerst verlagerte es sich in Richtung Innenfüße, was dazu führte, dass unsere kleinen Zehen so winzig wurden und die großen Zehen so groß. Wenn wir mit der Zeit das Gleichgewicht ganz ohne Zehen halten, ist es wahrscheinlich, dass sie in Zukunft miteinander verwachsen werden. Jetzt dreh dich um und schau dir deinen hübschen Popo an. Falls du schon mal vom Skateboard gefallen oder auf einer vereisten Fläche ausgerutscht bist, dann weißt du, wie schmerzhaft es ist, mit dem Steißbein auf einem harten Untergrund aufzuschlagen. Aber das könnte bald ein Ende haben, denn in der Wissenschaft geht man davon aus, dass das Steißbein im Laufe der Evolution ganz verschwinden wird. Das Steißbein ist ein Merkmal, das wir noch von unseren Primatenvorfahren haben. Sie brauchten ihre Schwänze, um sich zwischen den Ästen zu bewegen und sich von Baum zu hangeln. Es ist schwer zu sagen, wann dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes der Schwanz abgefallen ist, aber Fakten sind Fakten. Das Einzige, was uns an die glorreichen Tage des Baumspringens erinnert, ist der ziemlich nutzlose Knochen am unteren Ende unserer Wirbelsäule. Okay, jetzt zurück zum Gesicht. Öffne deinen Mund und sage Ah. Vielleicht gehörst du schon zu den Glücklichen, die keine Weisheitszähne mehr haben. Du kannst dann stolz auf dich sein, denn du bist ein Produkt der Evolution. Du weißt bestimmt schon, dass Zähne der einzige Teil des menschlichen Körpers sind, der sich nicht selbst reparieren kann. Damals, lange in der Vergangenheit, gab es noch keine Zahnärzte und unsere Vorfahren haben im Laufe ihres Lebens alle Zähne verloren. Ihnen blieb dann nichts anderes übrig, als flüssige Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht cool. In der Wissenschaft glaubt man, dass die Natur uns die Weisheitszähne als Ersatz für abgenutzte und ausgefallene Zähne gegeben hat, weshalb sie auch so spät in unserem Leben wachsen. Heute, mit all den Fortschritten, die die Zahnmedizin gemacht hat, bleiben bei den meisten von uns alle oder die meisten Zähne bis ins hohe Alter intakt. Und selbst wenn wir einige verlieren, können wir sie jederzeit künstlich ersetzen. Das macht die Weisheitszähne zu einer rudimentären Sache. Das scheinen sie auch zu verstehen, denn immer mehr Menschen müssen als Erwachsene nicht die Tortur des Zahnens durchmachen. Apropos Zähne. Unser gesamter Kiefer hat sich in den letzten 10.000 Jahren auch verändert. Es heißt sogar, dass er sich noch weiter verändern wird. Fakt ist, dass der Kiefer sich am schnellsten von allen Körperteilen verändert hat. Früher, als die ersten Menschen noch Jäger und Sammler waren, brauchten sie kräftige Kiefer und größere Zähne, um rohes Fleisch zu zerkauen und Pflanzen zu zermahlen. Als sie zum Kochen und zum Ackerbau übergingen, waren ihre Mahlzeiten weniger zäh und ihre Kiefer wurden kleiner, weil sie sich an die neuen Anforderungen angepasst haben. Im Laufe der Zeit sind unsere Kiefer immer weiter geschrumpft. Und wie es heißt, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern.
Unsere Lebensmittel sind größtenteils verarbeitet. Wir müssen also immer weniger kauen. Die Menschen der Zukunft werden wahrscheinlich zartere Gesichtszüge mit dünnen Kieferlinien und flachen Wangenknochen bekommen. Aber es gibt auch Körperteile, die nicht verschwinden, sondern ein Comeback feiern. Vor 100 Jahren trat die Fabella, ein winziger Knochen im hinteren Knie, nur bei etwa 11% der Menschen auf. In der Wissenschaft ging man davon aus, dass er bald ganz verschwinden würde. Aber entgegen dieser Vermutung hat es der kleine Knochen in die Knie von 39% der modernen Menschen geschafft. Es ist nicht bekannt, warum genau die Fabella zurückgekehrt ist, aber die plausibelste Erklärung liegt in unserer Statur. Wir sind größer und schwerer geworden, als unsere Vorfahren es waren, was an unserer Ernährung liegt. Sie ist viel besser und nahrhafter geworden, wodurch wir ein höheres Alter erreichen und auch größer geworden sind. Man geht davon aus, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt unserer evolutionären Größe sind. Die Fabella könnte also wieder den Weg in unseren Körper gefunden haben, um die Sehnen im hinteren Knie durch ihre glatte Oberfläche zu schützen. Auf ihr können sie gleiten, was die Reibung und damit auch die Abnutzung verringert. Apropos größer werden, schau dich nochmal im Spiegel an. Beuge deinen Arm ein bisschen. Ja, das ist ein schöner Bizeps, aber leider nicht so schön wie der deiner Vorfahren. Nicht alles an der Evolution ist 100% gut für uns, sondern nur eine Anpassung durch unsere Gewohnheiten. Am besten erkennt man das an unseren Muskeln. Sie sind mit der Zeit kleiner und schwächer geworden, vor allem im Oberkörper. In der Antike brauchten die Menschen große und starke Muskeln, um die harte Arbeit zu verrichten, von der Jagd und dem Transport des Fangs nach Hause bis hin zur Herstellung von Werkzeug und dem Bau von Häusern. Später wurde die Arbeit nicht einfacher, sondern noch härter. Das Pflügen der Felder und der Bau komplexer Gebäude erforderten viel Kraft und Ausdauer. Aber mit dem technischen Fortschritt wichen die körperlichen Fähigkeiten der Denkleistung. Maschinen übernahmen viele Arbeiten für uns, die sie sogar noch besser erledigten. Über die Jahre hat sich unsere Lebensweise gewandelt. Wir sitzen mehr und verbringen viel Zeit vor dem Computer. Das lässt natürlich unsere Muskeln schrumpfen. Verständlich, weil wir sie ja nicht mehr so oft gebrauchen. Daher geht man in der Wissenschaft davon aus, dass wir im Laufe der Zeit immer schlanker werden und es für uns immer schwerer wird, Muskelmasse aufzubauen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem, unserem Gehirn. Es hat sich nach einem seltsamen Muster verändert. Unsere entfernten Vorfahren hatten ein eher kleines Gehirn. Unsere nahen Verwandten, wie die Neandertaler, hatten ein größeres Gehirn als des durchschnittlichen modernen Menschen von heute. Im Laufe der Evolution wurde das menschliche Gehirn also größer, aber in den letzten Jahrhunderten ist es wieder kleiner geworden. Aber niemand weiß genau, warum. Stimmen aus der Fachwelt vermuten, dass es mit der Veränderung unseres Lebensstils und unserer sozialen Beziehungen zu tun haben könnte. Die frühen Menschen, vor allem die Jäger und Sammler, mussten sich jede Pflanze und jedes Tier, das sie sahen, merken, ihre Eigenschaften zuordnen und wissen, wie man diese oder jene Dinge benutzt. Sie waren eher Generalisten und mussten alles lernen, was ihre Eltern wussten und noch mehr auf eigene Faust herausfinden. Der moderne Mensch ist eher auf einem bestimmten Gebiet spezialisiert und deckt ein enges Thema ab. Für den Rest sind die Kollegen verantwortlich. Unsere Vorfahren arbeiteten in Gruppen, in denen jeder von jedem ersetzt werden konnte. Heute versammeln wir Teams, in denen jedes Mitglied seine eigene spezielle Aufgabe hat und dadurch unersetzlich ist. Aber scheinbar spielt die Größe des Gehirns keine so große Rolle, denn Orcas und Elefanten haben zum Beispiel größere Gehirne als wir, was sie aber nicht intelligenter macht. Aber vielleicht glücklicher? Wer weiß. Wagen wir uns weiter ins Unbekannte vor, das heißt Jahrtausende in die Zukunft. Wir könnten einige ziemlich unglaubliche Eigenschaften entwickeln. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die Menschen an das Leben im Wasser anpassen werden, vor allem wenn der Meeresspiegel weiter so steigt. Wir entwickeln Schwimmhäute und Flossenfüße, um besser schwimmen zu können und bekommen vielleicht auch Kiemen, um unter Wasser atmen zu können. Wenn wir ins All fliegen und andere Planeten besiedeln, müssen wir uns zwangsläufig auch an diese Bedingungen anpassen. Der Mars zum Beispiel hat eine geringere Schwerkraft und ein viel kälteres Klima, was dazu führen könnte, dass die Menschen größer und leichter werden und auch die Körperbehaarung wird wieder zunehmen, um nicht zu erfrieren.
Planeten mit stärkerer Schwerkraft und höheren Temperaturen werden die Menschen dagegen zu stämmigen und wahrscheinlich haarlosen Wesen machen. Die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht verwandeln wir uns dank der sozialen Medien in kleine Blobs mit großen Augen und Daumen. Mehr braucht man ja zum Texten nicht. Ich hoffe nicht. Schau mal, dein Körper leuchtet. Er scheint zwar nur sehr schwach, aber gegen 15, 16 Uhr ist sein Leuchten am hellsten. Die traurige Nachricht ist aber, dass dieses Leuchten 1000-mal schwächer ist als das, was deine Augen sehen können. Ist dir schon aufgefallen, dass wir Menschen die einzigen Tiere sind, die ein Kinn haben? Selbst unseren nächsten genetischen Verwandten, den Gorillas und Schimpansen, fehlt dieses kleine Stück Knochen, das vom Kiefer nach vorne ragt. Ihre Unterkiefer gehen von den vorderen Zähnen schräg nach unten und hinten. In der Wissenschaft weiß man noch nicht genau, warum das so ist, und die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Einige glauben, dass das Kinn uns beim Kauen hilft, andere sind sich sicher, dass es etwas mit dem Sprechen zu tun hat. Und ich denke, dass es ein hervorragender Ort für einen Ziegenbart ist. Was glaubst du, ist das am häufigsten vorkommende Element im menschlichen Körper? Es ist mit 65% Sauerstoff. Aber unser Körper enthält auch Lithium, Kobalt, Gold und Uran. Das seltenste Element von allen ist Radium. Im Durchschnitt gähnt ein Mensch 20 Mal am Tag. Teilweise spontan, zum Beispiel wenn du müde bist, manchmal aber auch, wenn jemand in deiner Nähe gähnt. In der Wissenschaft vermutet man, dass es sich dabei um ein soziales Spiegeln handelt. Wenn Tiere andere nachahmen, dann weil sie diese Handlung nützlich finden und sie zu ihrem Zweck nutzen können. Menschen machen das, wenn wir jemanden sympathisch finden. Dann schlagen wir auch die Beine übereinander, lächeln zurück oder gähnen auch. Essen wird von deiner Magensäure verarbeitet und in leicht verdauliche Partikel zersetzt. Die Magensäure eliminiert auch fiese Krankheitserreger und Mikroben, die dir schaden könnten. Fakt ist, dass deine Magensäure so stark ist, dass sie sogar Knochen und Metall zersetzen kann. Fang jetzt aber nicht an deiner Limo-Dose zu nagen, das wird dir nicht bekommen. Dein Gehirn hat mehr als 86 Milliarden Nervenzellen und die sind durch 100 Billionen Verbindungen miteinander verknüpft. Das sind mehr, als wir Sterne in der Milchstraße haben. Die Chancen stehen gut, dass du den Namen von jemandem anhand seines Aussehens erraten kannst. Forschergruppen haben Leuten Porträtfotos gezeigt, unter denen vier Namen standen. Die Probanden wurden gebeten, den für sie passenden Namen für die jeweilige Person zu wählen. Das Gesetz des Zufalls besagt, dass man in 25% der Fälle richtig liegt, aber bei dieser Untersuchung lagen die Studienteilnehmer zu 25% bis 40% richtig. Und das bei mehr als 94.000 gezeigten Porträts. Nehmen wir an, ein Mann heißt Bob. Die Leute stellen sich bei ihm ein runderes Gesicht vor, runder als bei einem Tim. Sie gehen davon aus, dass Bob fröhlich ist und gerne mit Leuten abhängt. Das muss sich in irgendeiner Weise in seinem Gesicht widerspiegeln. Eine Frau, die Katrin heißt, ist eher eine ernste, fleißige und konzentrierte Person, was sich wohl auf ihre Gesichtsmuskeln ausgewirkt hat. Als die alten Römer ihren Bizeps anspannten, fanden sie, dass ihre Muskeln wie Mäuse aussehen. Deshalb bedeutet das lateinische Wort musculus übersetzt kleine Maus. Weißt du, warum dein linker Lungenflügel kleiner ist als der rechte? Ja, weil er sich den Platz mit deinem Herzen teilt. Früher dachte man, dass wir nur 10.000 Gerüche unterscheiden können. Eine aktuelle Studie hat aber herausgefunden, dass der Mensch 1 Billion Gerüche erkennen kann. Millennials, also Menschen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden, sind vergesslicher als ältere Generationen. Die Hauptursache für ihre Vergesslichkeit ist das höhere Maß an Stress. Na los, mach dich mal locker! In der Wissenschaft glaubt man, dass der Zweck der Fingerabdrücke ein besserer Griff ist. Andere gehen davon aus, dass sie dazu da sind, Wasser abzuleiten und die Haut dehnbar zu machen, damit sie vor Schäden geschützt ist. Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass Fingerabdrücke den Tastsinn verbessern. Heißer Kaffee schmeckt besser als kalter Kaffee, findest du auch? Das liegt daran, dass deine Geschmacksknospen am empfindlichsten sind, wenn dein Essen Zimmertemperatur hat oder etwas wärmer ist. Heißer Kaffee schmeckt weniger bitter, denn die Geschmacksknospen, die die Bitterkeit wahrnehmen, sind empfindlicher, wenn der Kaffee kalt ist. Das größte Molekül im menschlichen Körper ist das Chromosom 1. Eine menschliche Zelle hat 23 Chromosomenpaare. Und jedes Chromosom 1 besteht aus 10 Milliarden Atomen. Du atmest 25 Sextillionen Moleküle mit nur einem Atemzug ein. Das sind 25 gefolgt von 21 Nullen. Wenn du schneller gehst, verspürst du irgendwann den natürlichen Drang, ins Joggen überzugehen. Dein Körper möchte seinen stabilen Zustand beibehalten, egal ob du läufst oder gehst. Wenn du also schnell gehst, zwingt er dich unbewusst dazu, in den Trab zu wechseln. Eine Theorie besagt, dass wir beim schnellen Gehen mehr Energie verbrauchen als beim Laufen. Also ist der Laufmoduswechsel eine Möglichkeit für deinen Körper, Energie zu sparen.
Dein kleiner Finger ist ein mächtiger. Klingt komisch, aber ohne ihn würde deine Hand einen großen Teil ihrer Kraft verlieren. Dein Zeige- und Mittelfinger arbeiten mit deinem Daumen zusammen, um zu greifen und zu kneifen. Aber dein kleiner Finger sorgt zusammen mit dem Ringfinger für die Kraft des Griffs. Was ist das fetteste Organ deines Körpers? Dein Gehirn. Fett macht mindestens 60% seines Trockengewichts aus. Diese Eigenschaft hat das Gehirn ins Guinness-Buch der Rekorde gebracht. Übrigens enthält dein Gehirn etwa 25% des Cholesterins deines Körpers, was für sein Wohlbefinden wichtig ist. Deine Knochen sind 4-mal härter als Beton, ja? Und der stärkste Knochen deines Körpers ist der Oberschenkelknochen. Er kann bis zum 30-fachen des Gewichts eines Erwachsenen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus einem Verbundmaterial bestehen. Das heißt, sie sind gleichzeitig hart und elastisch. Deine Fingernägel wachsen doppelt so schnell wie deine Zehennägel. Es dauert im Schnitt 15,5 Monate, bis deine Zehennägel 2,5 Zentimeter gewachsen sind. Aber nur 7 Monate, bis deine Fingernägel so lang sind. Die äußere Schicht deiner Haut, die Epidermis, ist an den Füßen dicker als an anderen Stellen deines Körpers. Das Herz hat sein eigenes elektrisches System und kann weiterschlagen, auch wenn es vom Körper getrennt ist. Die Gefäße in deinem Körper sind lang genug, um mindestens 2-mal die Erde zu umrunden. Glaubst du auch den Mythos, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen? Eigentlich nutzt du zu jeder Zeit fast 100%, denn sonst könntest du nicht die einfachsten Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinken. Dein Gehirn besteht zu mehr als 70% aus Wasser und benötigt 20% der Sauerstoffzufuhr deines Körpers. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Haars an deiner Augenbraue beträgt 4 Monate. Der Körper einer etwa 50 Kilo schweren Person enthält 40 Esslöffel Salz. Wenn du alle Falten in deinem Gehirn ausbügeln würdest und es dann flach auslegen würdest, hätte es die Größe eines Kissenbezugs. Das Gehirn schlägt Falten, weil es im Schädel nicht viel Platz hat. Also faltet und windet es sich beim Wachsen. Aber versuch jetzt nicht, dein Gehirn zu bügeln, um die Größe zu überprüfen. Vertrau mir in diesem Punkt einfach. Wir verbringen etwa 40% unseres Lebens mit geschlossenen Augen. Ein Großteil fällt zwar auf die Schlafenszeit zurück, aber auch das Blinzeln schlägt zu Buche. Oder wenn du deine Nase in den Wind hältst. Du produzierst im Laufe deines Lebens etwa 40.220 Liter Spucke. Das ist genug Speichel, um 500 Badewannen zu füllen. Naja, die Info war zu viel. Der höchste Blutfluss findet nicht in deinem Herzen oder deinem Gehirn statt. Nein, deine Nieren spülen so viel Blut durch. Es ist schwer vorstellbar, wie klein ein Atom ist, ne? Das Folgende ist auch kaum zu glauben. Dein Körper besteht aus sage und schreibe 7 Oktillionen Atomen. Das ist eine 7, die von einem ganzen Haufen Nullen gejagt wird. Bei einem Erwachsenen macht das Blut 7-8% des gesamten Körpergewichts aus. Etwa 55% deines Bluts bestehen aus flüssigem Plasma. Der Rest sind rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen. Letztere bilden Gerinnsel und stoppen Blutungen. Kannst du gleichzeitig schlucken und atmen? Nein, das geht nicht. Dein Essen und die Luft, die du einatmest, teilen sich anfangs denselben Halseingang. Aber etwas tiefer teilt sich der Gang in Speiseröhre für Essen und Getränke und Luftröhre für die Atemluft. Wenn du schluckst, wird dein Atemweg automatisch verschlossen, damit du nicht versehentlich dein Essen inhalierst. Aber das kann trotzdem mal passieren. Es gibt einen Namen für das knurrende Geräusch, das dein Magen macht, wenn du Hunger hast. Es wird Borborygmi genannt. Das verspeiste Essen braucht 6-8 Stunden, um durch deinen Magen-Darm-Trakt zu wandern. Dein Körper nimmt sich also genug Zeit, um alle wichtigen Nährstoffe rauszuziehen. Die weit verbreitete Meinung, dass es auf der Zunge verschiedene Geschmacksbereiche gibt, ist nicht ganz korrekt. Alle Geschmacksknospen können die 5 Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Aber manche Rezeptoren sind eben empfindlicher als andere. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das das Zu-Bett-Gehen gerne hinauszögert. Und das, obwohl wir wissen, wie wichtig Schlaf für uns ist. Fast dein gesamter Körper ist von Haaren bedeckt, auch wenn sie uns nicht auffallen. Sie wachsen sogar in deinem Bauchnabel. Ihre Aufgabe ist, Fussel einzufangen. Siehst du? Ein einziges menschliches Haar kann ein Gewicht von 100 Gramm halten. Das entspricht einer Tafel Schokolade. Unsere Haarfarbe wird durch Gene bestimmt. Nur 2% der Weltbevölkerung haben von Natur aus rote Haare. Mit ca. 3% folgen blondhaarige Menschen. 11% haben braune Haare in verschiedenen Farbnuancen. Die absolute Mehrheit jedoch hat schwarze bzw. sehr dunkelbraune Haare. Ja, deine Haare können ab einer bestimmten Länge aufhören zu wachsen. Normalerweise wächst ein Haar 2-7 Jahre lang und wird kaum länger als 1 Meter. Tja, das hat ihr wohl niemand verraten. Diese Frau aus China hat die längsten Haare aller Zeiten. Im Jahr 2004 waren sie 5,6 Meter lang.
Mit dem Alter verliert dein Haar seine natürliche Färbung, da das Keratin weniger Pigmente erhält. Im Alter verschwinden die Pigmentzellen an den Haarfollikeln Stück für Stück und die Haare werden grau, bis schließlich gar keine Pigmente mehr produziert werden. Dann sind die Haare weiß. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der seine Nährstoffe nicht aus dem Blut bezieht, ist die Kornea. Sie wird stattdessen über die Tränenflüssigkeit versorgt. Ein menschliches Auge und ein Motor haben etwas gemeinsam. Beide benötigen Flüssigkeiten, um zu funktionieren. Die Augen brauchen Tränen. Für eine optimale Funktion müssen sie gleichmäßig über das Auge verteilt werden. Darum zwinkern wir bis zu 20.000 Mal am Tag. Das Lid ist im Prinzip der Scheibenwischer. Wir haben zwei wirklich verdammt schnelle Muskeln. Sie kontrollieren die Augenlider. Sie sind die schnellsten Muskeln in unserem Körper. Die Augen sind sehr empfindlich und benötigen Schutz. Wird der Reflex ausgelöst, schließen diese Muskeln die Augen innerhalb von 100 Millisekunden. Das ist lediglich 0,1 Sekunde. Wir sehen nur lila-blau, grün-gelb und gelb-rot. Alle anderen Farbtöne sind Kombinationen dieser drei Farben. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viele Kombinationen das menschliche Auge sieht, weil jeder Mensch anders ist. Im Schnitt sind es etwa 1 Million Farbkombinationen. Den Umstand, Farben nicht unterscheiden zu können, nennt man Farbenblindheit. 8% der Männer und 0,5% der Frauen sind davon betroffen. Farben sind jedoch nicht so stabil und objektiv, wie es scheint. Viele Tests haben gezeigt, dass Menschen Farben in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie geografischer Lage, Sprache und Geschlecht unterschiedlich wahrnehmen. Das bedeutet, dass du dir mit deinen Freunden einen Sonnenuntergang ansehen und in komplett anderen Farben wahrnehmen könntest, ohne es zu wissen. Wie dein Fingerabdruck ist auch deine Augenfarbe einzigartig. Sie beeinflusst sogar, wie du Licht wahrnimmst und macht deine Sicht auf die Dinge wahrlich einzigartig. Um zu verstehen, wie das möglich ist, musst du verstehen, wie die Augenfarbe entsteht. Das ist die Iris, der farbige Bereich des Augapfels. Die Iris ist pigmentiert. Die Ausprägung bestimmt, welche Augenfarbe du hast. Jeder Mensch hat eine etwas andere Menge an Pigmenten. Daher gibt es keine zwei Menschen mit identischer Augenfarbe. Drei spezifische Gene sind für den Melaninspiegel verantwortlich und bestimmen damit die Pigmentierung. Menschen mit blauen oder grünen Augen haben weniger Melanin in der Iris. Diejenigen, die mehr Melanin haben, haben dunklere Augen in verschiedenen Brauntönen. Ganz selten erscheinen die Augen sogar schwarz, aber das ist nur eine Täuschung aufgrund der hohen Menge an Melanin. Eine rein schwarze Iris existiert in der Natur nicht. Solche Augen sind nur sehr, sehr dunkelbraun. Studien bestätigen, dass die Pigmentierung der Augen einen Einfluss auf die Sicht hat, egal wie hell oder dunkel deine Augen sind. Menschen mit hellen Augenfarben sind lichtempfindlicher, an sonnigen Tagen sind sie leicht geblendet. Wenn du eine helle Augenfarbe hast und blinzeln musst, wenn du rausgehst, nimm dir lieber eine Sonnenbrille mit. Deine Iris enthält weniger Pigmente, die dich vor Sonnenstrahlen schützen könnten. Das Melanin ist quasi eine natürliche Sonnenbrille. Dafür siehst du bei Nacht besser als dunkeläugige Menschen. Hast du hingegen dunkle Augen, kommst du mit hellem Licht besser zurecht. Vermutlich fällt dir das Autofahren bei Nacht auch nicht so schwer, weil die Scheinwerfer der anderen Autos dich nicht so sehr blenden. In deinem peripheren Sichtfeld siehst du fast nur schwarz-weiß. Die Farbrezeptoren, die sogenannten Zapfen, befinden sich vorrangig in der Mitte deiner Netzhaut. Frauen können mehr Farben unterscheiden als Männer, da sie 2 X-Chromosomen besitzen, während Männer nur eines haben. Selbst wenn auf einem ein Defekt vorliegt, kann eine Frau Farben noch korrekt wahrnehmen. Daher leiden Frauen nur selten an Farbenblindheit. Es gibt bestimmt ein paar Fotos, auf denen du rote Augen hast. Wenn der Blitz auslöst, sind deine Augen auf diese Menge Licht nicht gefasst. Deine Pupillen sind geweitet und das Licht wird von den Blutgefäßen der Adernhaut reflektiert. Diese Gewebeschicht befindet sich hinten in deinem Auge und versorgt die Netzhaut. Diese seltsam aussehenden Flusen, die du hin und wieder vor deinen Augen siehst, nennt man Mouche Volante. Du siehst sie, weil strukturelle Imperfektionen in bestimmten Bereichen deines Auges den Lichteinfall stören. Mit dem Alter nehmen sie zu.
10% der Zeit, in der du wach bist, verbringst du mit geschlossenen Augen, weil du zwinkerst. Auch Menschen können wie Fledermäuse und Delfine Biosonar nutzen, um sich im Dunkeln zu orientieren. Mit etwas Übung kannst du deine Umgebung anhand des reflektierten Schalls analysieren. Etwa 6% der Menschen können ihre Augäpfel ganz schnell vor- und zurück vibrieren lassen. Ihre Augen sind jedoch völlig intakt. Es ist einfach nur ein cooler Trick. Wimpern dienen dazu, deine Augen vor Sand, Feuchtigkeit, Staub und Partikeln in der Luft zu schützen. Deine Wimpern spüren, wenn den Augen etwas zu nahe kommt, wie ein Insekt zum Beispiel, und lösen den Lidreflex aus. Beim Zwinkern werden auch kleine Partikel oder Schmutz aus dem Tränenpünktchen herausgespült. Aus diesen Öffnungen in deinen Lidern treten die Tränen aus. Deine Augenbrauen verhindern, dass dir der Schweiß in die Augen rinnt. Deine Haut und die Knochenform unterstützen ebenfalls, dass der Schweiß zu den Seiten deines Gesichts abfließt. Zwiebeln setzen einen speziellen chemischen Reizstoff frei, der spezielle Drüsen in deinen Augen zur Tränenbildung stimuliert. Die Nase ist vermutlich einer der am meisten unterschätzten Körperteile. Dabei würde uns das Essen ohne sie überhaupt nicht schmecken. 80% des Geschmackserlebnisses entsteht in der Nase. Hältst du dir beim Essen die Nase zu, schmeckst du fast nichts. Ohne Geruchssinn erkennst du Lebensmittel nur anhand ihrer Struktur. Eine Zwiebel wirst du wohl von einem Apfel unterscheiden können. Wissenschaftler glaubten einst, dass wir etwa 10.000 Gerüche unterscheiden könnten, aber da lagen sie falsch. Neueren Studien zufolge können wir über 1 Billion Gerüche differenzieren. Wir erinnern uns an sie auch besser als an alles andere. Gerüche können sogar ganz ferne Erinnerungen zutage fördern. Deine Nase hilft dir nicht nur beim Atmen und Schnuppern. Sie filtert auch die Luft für die empfindliche Luftröhre und Lunge vor. Wenn wir trockene Luft einatmen, wird sie in der Nase befeuchtet, gekühlt oder bei Bedarf erwärmt. Deine Nasenlöcher arbeiten nicht immer mit derselben Effektivität. Beim Atmen übernimmt ein Nasenloch den Hauptteil der Arbeit und nach ein paar Stunden wird getauscht. 18% der Menschen können gleichzeitig mit beiden Ohren wackeln, während 22% es immerhin mit einem Ohr können. Dazu nutzen sie einen schwachen, rudimentären Muskel, den unsere Vorfahren mit Katzen gemeinsam hatten. Manche Menschen können ein Donnern in ihrem Kopf erzeugen. Dazu brauchen sie nur ihre Ohren oder Kiefer anspannen. Im Innenohr gibt es einen kleinen Muskel, der laute Geräusche, wie zum Beispiel Kaugeräusche, reduziert. Manche Menschen können ihn aktiv anspannen und dadurch ein Grummeln erzeugen. Deine Zähne sind der einzige Teil des menschlichen Körpers, der sich nicht selbst heilen kann. Die menschlichen Füße. Du weißt schon, die Dinger am Ende deiner Beine, die im Sommer manchmal ein bisschen müffeln, die sind dafür da, um unseren aufrechten Gang zu stützen. Deshalb sind die Knochen und Bänder in ihnen auch ziemlich steif. Aber manche Menschen haben schlappere Füße, die sie wahrscheinlich noch von unseren Vorfahren haben. Eine Studie an fast 400 Menschen hat gezeigt, dass etwa einer von 13 Menschen solche Füße hat. Primaten nutzen ihre Füße so wie wir unsere Hände, damit sie leichter auf Bäume klettern können. Mit diesen schlaffen Füßen geht es also einfacher. Aber auch Menschen, die vor 2 Millionen Jahren lebten, hatten diese Füße. In der Wissenschaft glaubt man, dass die Untersuchung von Menschen mit dieser seltenen Knochenstruktur dazu beiträgt, zu verstehen, wie die ersten Menschen damals gelaufen sind und inwieweit sie ihnen beim Klettern geholfen haben. Unsere Größe, Körperform und unsere Hautfarbe hängen stark davon ab, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Aber wir können uns auch innerhalb unseres eigenen Lebens an neue Bedingungen anpassen. Wenn du zum Beispiel vom Flachland in die Berge ziehst, entwickelst du irgendwann mehr rote Blutkörperchen, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Und wenn du von einem kälteren Klima in ein wärmeres und sonnigeres umziehst, wird sich deine Haut pigmentieren, um sich anzupassen. Ein zweites Paar Arme wäre in vielen Situationen sehr nützlich, aber auch ein zusätzliches Paar Finger könnte hilfreich sein. Und ungefähr einer von 500 Menschen kommt mit 6 Fingern an der Hand zur Welt. In den meisten Fällen werden die zusätzlichen Finger aber als nutzlos angesehen und entfernt. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass diejenigen, die sie behalten haben, alltägliche Dinge mit nur einer Hand erledigen können, wie das Binden der Schnürsenkel oder das Spielen von Videospielen mit Gamepads. Okay, wie viele Finger halte ich hoch?
Etwa einer von 25.000 Menschen kommt mit einem Daumen auf die Welt, der drei statt der üblichen zwei Fingerglieder hat. Und wenn dies in Kombination mit sechs Fingern auftritt, was übrigens gar nicht so selten ist, wirkt die Hand noch unnatürlicher. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn manche Handlungen lassen sich mit einem Daumen, der ein zusätzliches Fingerglied hat, sogar leichter ausführen. Da staunen die anderen nicht schlecht. Lange Zeit ging man davon aus, dass wir Menschen mehr als 10.000 Gerüche unterscheiden können. Eine Studie, die vor kurzem durchgeführt wurde, zeigte aber nun, dass wir mehr als eine Billion Gerüche unterscheiden können. Wir erinnern uns auch besser an Gerüche als an irgendetwas anderes. Gerüche können sogar ferne Erinnerungen wachrufen, wie an Opa und die großen Grillpartys, als du noch ein Kind warst. Wir können versehentlich verschluckte kleine Gegenstände wie Plastikartikel, Glas, Münzen und andere kleine Gegenstände verdauen. Sie bahnen sich innerhalb von 48 Stunden ihren Weg durch den Verdauungstrakt. Vielleicht hast du schon mal von dem Mann gehört, der ein ganzes Flugzeug aufgegessen hat. Er hat dafür zwar Jahre gebraucht, aber seine Metallmahlzeiten hat er ohne Probleme aufgegessen. Mit was hat der Typ eigentlich seine Zähne geputzt? Einer Stahlbürste? Jeder Mensch hat seinen eigenen Geruch, der nicht mit dem eines anderen verwechselt werden kann. So läuft das auch bei Tieren ab. Sie erschnüffeln Mitglieder ihres Rudels und erkennen fremde Tiere. Wenn du einen eineigen Zwilling hast, dann riecht ihr beide fast identisch. Ja, das wurde wissenschaftlich bestätigt. Der Körpergeruch von eineigen Zwillingen ist sich 10-mal ähnlicher als der von nicht verwandten Leuten. Aber ein gut trainierter Hund kann euch trotzdem durch Beschnuppern auseinanderhalten. Okay, die meisten von uns haben drei Arten von Zapfen in den Augen, mit denen wir Millionen von Farben sehen können. Frauen nehmen in der Regel mehr Schattierungen wahr, aber manchmal sehen sie so viel mehr, dass sie quasi unfähig sind, den Unterschied zu begreifen. Das liegt an einem vierten Zapfen in ihren Augen, der ihre Sehkraft um das Hundertfache erhöht. Die Zahl der Frauen, die mit diesem zusätzlichen Zapfen geboren werden, liegt bei 12%. Aber nur wenige von ihnen können ihn auch tatsächlich nutzen, denn in den meisten Fällen bleibt er inaktiv. Stell dir vor, du fällst vom Dach eines 10-stöckigen Gebäudes und kommst mit ein paar blauen Flecken und Kratzern davon, also keine Knochenbrüche. Eine solche genetische Anomalie wurde 1994 entdeckt und hängt mit dem LRP5-Gen zusammen. Es sorgt dafür, dass die Knochen eines Menschen etwa 8-mal dichter sind als normal, was sie quasi unzerstörbar macht. Es gibt sogar eine ganze Familie in Connecticut, die diese Mutation hat. Alle 20 Familienmitglieder haben außerordentlich dichte Knochen. Sie haben Blutproben der Familie untersucht und man kam zu dem Schluss, dass sie die stärksten Skelette der Welt haben. Viele Leute denken, dass die Kinnspalte ein Zeichen für einen starken und unabhängigen Charakter ist, aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine Genmutation, die entsteht, wenn die Knochen oder Muskeln des Unterkiefers während der Entwicklung im Mutterleib nicht vollständig miteinander verschmelzen. Genau wie viele andere Anomalien ist auch diese erblich. Das heißt, du kannst deinen Eltern die Schuld dafür geben. Wenn eine Person eine Kinnspalte hat, bedeutet das aber nicht unbedingt, dass auch die Nachkommen diese haben werden. Denn Umweltfaktoren im Mutterleib können dies verhindern. Oder das Vorhandensein von Modifikatorgenen. Das sind Gene, die andere Gene beeinflussen. Es gibt keine zwei identischen Gehirne auf der Welt. Die Struktur des Gehirns hängt in hohem Maße von den Bedingungen ab, unter denen es sich entwickelt und heranwächst. Auf biologischer Ebene sind sie etwas Individuelles. Und genau wie deine Finger hat auch deine Zunge einen einzigartigen Abdruck, der mit keinem anderen auf der Welt übereinstimmt. Nein, wir vergleichen jetzt nicht unsere Zungen. Ein weniger beeindruckender, aber nicht weniger seltener Zustand ist die sogenannte Doppelkrone. Damit meine ich zwei Haarwirbel auf dem Kopf. Ein Wirbel ist der Teil deines Haares, der sich spiralförmig nach oben zieht. Wenn du kurzes Haar hast, ist er kaum zu übersehen, vor allem, weil er am schwersten zu glätten ist. Gängig ist bei Menschen ein Wirbel, aber es gibt auch Leute, die zwei Wirbel haben und damit das doppelte Problem beim Glätten. Manche glauben ja, dass ein doppelter Wirbel ein Zeichen von Glück oder von hoher Intelligenz ist. Ich habe übrigens 5 Wirbel. Kennst du das? Du schaust nach dem Aufstehen in den Spiegel und bist frustriert, weil dir die Haare zu Berge stehen. Und jetzt stell dir mal vor, dass du diesen zerzausten Look für immer hast und nichts dagegen tun kannst.
Das nennt man das unbändiges Haarsyndrom. Deine Haare stehen immer in alle Richtungen ab und kein noch so guter Haarglätter oder Haargel kann sie bändigen. Bei der Heterochromie haben deine Augen zwei verschiedene Farben, zum Beispiel ein haselnussbraunes und ein blaues Auge. Das hat mit dem Melaninspiegel in deinem Körper zu tun. Ein Pigment, das die Farbe deiner Haut, deiner Haare und eben auch deiner Augen beeinflusst. Es gibt auch eine partielle Heterochromie, bei der nur ein Teil deines Auges anders gefärbt ist. Bei Menschen kommt sie nicht so oft vor, aber ich wette, du hast sie schon bei Hunden gesehen, vor allem bei Huskies. Diese Rasse hat eine natürliche Veranlagung dafür und es sieht super cool aus. Die wohl seltenste genetische Veranlagung ist das sogenannte goldene Blut. Es ist für Millionen von Menschen ein Lebensretter, aber es gibt nur 40 bekannte Träger dieser Blutgruppe auf der ganzen Welt. Sie haben keine Rhesusblutkörperchen-Antigene, was bedeutet, dass man jedem ihr Blut per Transfusion verabreichen kann. Selbst Menschen mit extrem seltenen Blutgruppen. Natürlich hat ihr Blut keine goldene Farbe, aber es ist sicherlich mehr wert als Gold. Lege deinen Arm mit der Handfläche nach oben auf einen Tisch und bring deinen kleinen Finger und deinen Daumen zusammen. Schau dir jetzt dein Handgelenk an. Siehst du dort einen Muskel, der sich unter deiner Haut anspannt? Falls nicht, ist das in Ordnung. Das bedeutet nur, dass du zu den 10% der Menschen gehörst, die keinen Palmaris Longus haben. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass dieser Muskel bei unseren Vorfahren für das Hängen und Greifen wichtig war. Bei uns, modernen Menschen, hat er aber keinen Nutzen mehr, sodass er sich im Laufe der Zeit zurückentwickelt hat. Etwa 0,5 bis 1% der Menschen auf der Welt haben ein Loch neben den Ohren, das aber keinen Zweck erfüllt. Es ist also ziemlich nutzlos, aber nicht gefährlich. Es wird als Überbleibsel gedeutet, denn unsere Vorfahren hatten früher Kiemen. Schätzungen zufolge können nur etwa 6% der Weltbevölkerung einen Zauberwürfel lösen. Es ist eine Fähigkeit wie jede andere, aber viele von uns müssen sie erst mühsam lernen. Entweder indem wir uns Tutorials im Internet anschauen oder jemanden um Hilfe bitten. Übrigens, nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen kann ihn lösen, ohne es gelernt zu haben. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, bist du ein wirklich seltener Typ. Überrascht, die Augenbrauen hochzuziehen, ist keine Seltenheit. Und nur eine hochzuziehen, um Skepsis auszudrücken, ist auch nicht selten. Aber das klappt nicht mit beiden Augenbrauen gleichermaßen gut, stimmt's? Wenn du diesen Trick mit beiden Augenbrauen beherrschst, bist du wirklich einzigartig. Aber da deine Augenbrauen von Muskeln gesteuert werden, kannst du trainieren, eine von beiden nach Belieben hochzuziehen. Aber das braucht Zeit und bewusste Anstrengung. Mit dem Bewegen der Ohren ist es ähnlich. Nicht viele Menschen können das und noch weniger können nur mit einem Ohr wackeln. Das ist eine uralte Fähigkeit, die auf unsere Vorfahren, die Primaten, zurückgeht. Sie benutzten ihre Ohren, um die Umgebung zu kontrollieren. Wie das geht, kannst du bei den meisten Säugetieren beobachten. Die meisten Leute sind Rechtshänder. Wenn du also Linkshänder bist, gehörst du zur Minderheit. Aber das ist keine große Sache. Bemerkenswert wird es erst, wenn du beidhändig bist. Nur etwa 1% der Weltbevölkerung kann beide Hände gleich gut benutzen. Sie können also ohne Probleme einen Löffel halten, in der Nase bohren oder in ihr Notizbuch schreiben und dabei die Hand wechseln, wie es ihnen gefällt. Abgefahren. Wenn jemand lügt, verrät es seine Nase. Nein, sie wird nicht länger. Da hast du meine noch nicht gesehen. Es stellte sich heraus, dass die Temperatur um die Nase und in den Augenwinkeln steigt, wenn eine Person lügt. Stell dir also vor, du bist bei deinem ersten Date und dein Gegenüber erzählt dir etwas Unglaubliches. Du zückst dein Thermometer und misst seine Nase. Dann misst dein Gesprächspartner deine. Und so geht es hin und her und den ganzen Abend lang. Also da kann ich mir Besseres vorstellen, aber das findest du am besten alleine raus. Frauenherzen schlagen schneller als Männerherzen. Das durchschnittliche Herz eines Mannes schlägt 70 bis 72 Mal pro Minute. Ein durchschnittliches Frauenherz hingegen 78 bis 82 Mal. Das liegt daran, dass ein Frauenherz im Allgemeinen kleiner ist. Das Herz pumpt mit jedem Schlag weniger Blut und muss deshalb etwas mehr tun, um mit dem Männerherz mithalten zu können. Deine Lunge ist eines der größten Organe deines Körpers. Die Gesamtoberfläche entspricht fast einem Tennisplatz. Und die Gesamtlänge der Luftwege entspricht der Entfernung von Chicago nach Las Vegas. Und all das passt in deinen Körper.
Nervenimpulse deines Gehirns sind mit etwa 270 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das ist so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Die Menge an Nahrung, die ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben zu sich nimmt, entspricht dem Gewicht von 8 asiatischen Elefanten. Es ist daher wenig überraschend, dass wir 4 Jahre unseres Lebens mit Essen verbringen. Wir werfen Hautschuppen ab, weil sie Nahrung für Pilze, Bakterien und anderes Zeug, das wir definitiv nicht am Körper haben wollen, sind. Pro Stunde verlieren wir etwa 600.000 Partikel. Deine Augen verdanken ihre Farbe einem Pigment namens Melanin. Braunäugige Menschen haben mehr Melanin als Menschen mit grünen Augen. Das Blut in deinem Körper ist mit 6,4 Kilometern pro Stunde unterwegs und erreicht dein Gehirn innerhalb von Sekunden. Manche Menschen können die Bewegung ihrer Augäpfel hören. Diese seltene Fähigkeit wird Bogengangsdehiszenz-Syndrom genannt. Es verursacht, dass jedes Geräusch im Körper verstärkt wird. Ein Mann beschrieb es als ein Kratzen wie Sandpapier, wenn seine Augen sich in ihren Höhlen bewegen. Wow, ein Tennisspiel muss dann wohl verdammt laut sein. Wenn du jemanden lächeln siehst, weißt du, wie es sich anfühlt und möchtest auch lächeln. Ähnlich ist es beim Gähnen. Es ist eine Art unbewusstes Signal unseres Gehirns, um soziale Beziehungen aufzubauen. Weisheitszähne hatten einst eine wichtige Aufgabe. Sie waren die dritte Garde Backenzähne, die wir zum Zerkleinern von Fleisch und fester Nahrung benötigten. Als unser Gehirn größer wurde und wir weichere Nahrung aßen, veränderte sich die Kieferstruktur und die Weisheitszähne wurden überflüssig. Und deshalb werden wir immer dümmer. Nein, natürlich nicht. Wenn du wach bist, erzeugt dein Gehirn Elektrizität, und zwar 15 bis 25 Watt. Genug, um eine LED-Lampe zu betreiben. Die Elektrizität stammt aus deinem Gehirn. Es verschickt jede Sekunde Millionen Signale an den Körper. Sie steuern zum Beispiel die Bewegung deiner Arme. Stell dir deinen Körper als Hochgeschwindigkeitsstrecke für elektrische Signale vor. Deine Zähne sind der einzige Teil deines Körpers, der sich nicht selbst reparieren kann. Immerhin ist der Zahnschmelz, der sie bedeckt, das härteste Material im menschlichen Körper. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen mit größeren Pupillen bessere Problemlöser sind. Menschen mit großen Pupillen können sich besser konzentrieren und Ablenkungen ignorieren. Hä? Was? Sogar ihr Gedächtnis ist besser. Den Grund für dieses Phänomen kennen wir nicht, aber viele Menschen glauben, dass die Pupille mit einem Bereich verbunden ist, der deine mentalen Fähigkeiten initiiert. Was? Menschen können genauso wie Wale oder Fledermäuse Echoortung nutzen. Manche blinde Menschen empfangen Informationen aus ihrer Umgebung in einer Art 3D-Blitze und haben ein ausgeprägtes Gefühl für Struktur und Dichte. Sie beziehen ihre Informationen aus Schallwellen. Unser Gehirn verarbeitet sie ganz anders als Lichtwellen. Echoortung nutzt einen bestimmten Hirnbereich, den sehende Menschen zum Sehen verwenden. Deine Skelettzellen hören nie auf, sich zu regenerieren. Daher erhältst du etwa alle 10 Jahre ein neues Skelett. Der Prozess verlangsamt sich mit zunehmendem Alter und die Regeneration dauert länger. Daher werden die Knochen dünner. Du hast sicher schon gehört, dass Schlangen sich häuten. Aber auch Menschen tun das. Die äußerste Schicht deiner Haut wird alle 2 bis 4 Wochen erneuert. In Summe ergibt das ca. 1 Kilogramm abgestoßener Haut pro Jahr. Das entspricht etwa einer Ananas. Igitt. Der Zahnschmelz ist das härteste Material im Körper. Er besteht zu 96% aus Mineralen. Du musst länger als 2 Stunden stehen, um dieselbe Menge an Kalorien zu verbrennen wie bei einem 30-minütigen Spaziergang. Die Hornhaut deines Auges ist der einzige Körperteil, der nicht durchblutet ist. Sie erhält nur Sauerstoff. Die Zunge ist der einzige Muskel, dessen Enden nicht mit Knochen verbunden sind. Andere Muskeln verbinden stets an ihren Enden 2 Knochen miteinander. So werden Bewegungen möglich. Die Zunge ist auf einer Seite am Zungenbein befestigt, doch am anderen Ende hängt nichts. Dein Geruchssinn ist der einzige Sinn, der direkt mit dem Hirnteil, der deine Emotionen und Erinnerungen kontrolliert, verbunden ist. Habe ich schon deine Bauchspeicheldrüse erwähnt? Sie hat Rezeptorzellen, die ihr ermöglichen, Zucker sowie künstliche Süßstoffe zu erkennen. Sie nutzt die Informationen, um deine Hormone auszugleichen. Das hat doch tatsächlich jemand gezählt. Du schluckst 600 Mal am Tag. Wenn du wach bist, einmal pro Minute und im Schlaf etwa 3 Mal pro Stunde. Der Durchschnittsmensch hat 10.000 Geschmacksknospen. Doch mit fortschreitendem Alter werden nicht mehr alle ersetzt.
Alte Leute haben daher nur noch etwa 5000 funktionierende Geschmacksknospen. Irgendwann könnte unsere Körperbehaarung vollständig verschwinden. Sie hat uns einst vor Wettereinflüssen beschützt. Doch heutzutage haben wir Kleidung und Regenschirme. Die meisten Haare am Körper haben keine Funktion mehr. Davon ausgeschlossen sind Augenbrauen und Wimpern. Sie schützen unsere Augen vor Schweiß und anderen Unannehmlichkeiten. Übrigens haben wir schon fast all unser Haar verloren. Menschen waren einst komplett behaart wie Gorillas. Du hast 5 Millionen Haarfollikel am Körper, aber nur 100.000 auf dem Kopf. Haare wachsen etwa 1 cm pro Monat. Ein 70 Jahre alter Mensch, der sich nie die Haare schneiden ließ, hätte dementsprechend Haare so lang wie ein Telefonmast. Es gibt eine neu entdeckte Art von Gehirnzellen, die wir für die visuelle Suche brauchen. Sie heißen Zielzellen. Ohne sie könntest du deine Bekannten in einer Menschenmenge oder deinen Hund im Park nicht entdecken. Interessanterweise ist den Zielzellen egal, wie das gesuchte Objekt aussieht. Sie interessiert nur, ob das Objekt dein Ziel ist oder nicht. Du hast ca. 3 Millionen Schweißdrüsen am Körper. Sie befinden sich vor allem an Fußsohlen, Handflächen, Stirn, Achseln und Wangen. Auf Fotos hast du rote Augen, weil deine Pupillen in dem Moment, wenn der Blitz auslöst, nicht schnell genug reagieren und sich zusammenziehen können. Sehr viel Licht erreicht deine Netzhaut und wird reflektiert. Zum Abschlucken von Nahrung benötigen wir nicht die Hilfe der Schwerkraft. Deine Muskeln kontrahieren und entspannen sich, um die Nahrung zu bewegen. Vögel hingegen sind beim Schlucken auf sie angewiesen. Anders als die meisten Tiere laufen wir aufrecht auf zwei Beinen. Unser Kopf braucht daher besonderen Schutz in Form von Haaren. Sie reduzieren auch den Wärmeverlust in der Nacht. Unser Gehirn ist im Vergleich zum Rest des Körpers zwar nicht groß, aber es ist doppelt so aktiv und produziert Wärme. Die Haare wirken isolierend. Beim Zwinkern macht dein Gehirn ein Mikronickerchen. Du zwinkerst ca. 20.000 bis 30.000 Mal am Tag. Das bedeutet, dass du 10% der Zeit, in der du wach bist, mit geschlossenen Augen verbringst. Deine Haare wissen, wann du schläfst. Gene, die deine innere Uhr regulieren, befinden sich in den Zellen der Haarfollikel. Anhand deiner Haare können Wissenschaftler bestimmen, ob du ein früher Vogel oder eine Nachteule bist. Heutzutage wachsen Fingernägel schneller als früher. Studien aus den 50ern und 70ern geben um fast ein Viertel geringere Wachstumswerte an. Forscher glauben, dass unsere proteinreiche Ernährung schuld daran ist. Oder wir kauen einfach nicht mehr so viel an ihnen. Dein Hund kann besser riechen als du. Menschen sagen immer wieder, dass Hunde eine besonders gute Nase haben. Das Ganze begann vermutlich, als ein Forscher im 19. Jahrhundert Menschen als Nichtriecher abstempelte. Dafür wurden keinerlei Sinnestests vorgelegt und doch glaubten die Menschen eine lange Zeit daran. Die Wahrheit ist, dass verschiedene Tiere unterschiedliche Arten von Gerüchen identifizieren können. Es wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem Freiwillige einen Geruch verfolgen sollten. Forscher tunkten eine Schnur in Schokoladenessenz und zogen damit eine Spur über eine Wiese. Die Freiwilligen durften keine anderen Sinne nutzen und trugen daher Kopfhörer, Augenbinde, Handschuhe und Knieschoner. Die Schlussfolgerung lautete, dass Menschen zwar nicht so effektiv wie Hunde, wohl aber mit etwas Übung einer Geruchsspur folgen können. Interessanterweise sind Menschen gegenüber bestimmten Gerüchen wie Obst oder Blumen deutlich empfindsamer als Hunde. Der Grund ist, dass Hunde im Laufe der Evolution keine Notwendigkeit hatten, diese Geruchstypen genau zu unterscheiden. Ein Fernseher ruiniert nicht deine Sehkraft. Zumindest gibt es keinerlei Beweise dafür, dass ein Fernseher deinen Augen schadet. Dasselbe gilt für Handys und Computer. Auf sie zu schauen, strengt deine Augen zwar an und lässt sie ermüden, aber in den meisten Fällen ist das nichts, was du nicht mit einer angemessenen Pause korrigieren kannst. Das bedeutet trotzdem nicht, dass zu lange auf das Handy zu starren oder fernzusehen nicht doch negative Konsequenzen für andere Lebensbereiche hat, wie Konzentrationsschwäche, Mangel an Sozialisierung und so weiter. Die Zunge rollen zu können, ist offenbar doch kein erbliches Merkmal, wie es uns unsere Biologielehrer beigebracht haben. Eine Studie mit 33 Zwillingspaaren zeigte, dass 7 von ihnen diese Fähigkeit nicht teilten. Eineiige Zwillinge haben aber dieselben Gene. Das impliziert, dass vermutlich doch nicht die Genetik an der Fähigkeit, die Zunge zu rollen, beteiligt ist. Dieser Mythos hält sich wacker, obwohl er schon vor mehr als 6 Jahrzehnten aufgeklärt wurde. Du wirst dich erkälten, wenn du mit nassen Haaren rausgehst. Schon wieder so ein Mythos.
Um sich zu erkälten, muss zumindest mal ein Virus in deinem Körper sein. Feuchte Haare machen dich allerdings kein Stück attraktiver für die verschiedenen Keime in deinem Umfeld. Die meisten Menschen glauben daran, weil A, ihre Eltern es gesagt haben und sie B, mit nassen Haaren rauszugehen, mit Krankwerden assoziieren, da man draußen natürlicherweise mehr Keimen ausgesetzt ist. Es gibt keine Menschen mit echten Doppelgelenken. Manch einer hat Körperteile, die außergewöhnlich gelenkig sind. Sie können zum Beispiel ihren Ellbogen mit dem Kinn berühren oder die Finger rückwärts verbiegen. Aber das Geheimnis liegt nicht in zusätzlichen Gelenken. Sie haben die Gelenke an denselben Stellen wie andere, nur dass zuweilen die Knochenenden seltsam geformt sind oder ihr Bindegewebe besonders elastisch ist. Scheinbar ist der Wurmfortsatz doch zu etwas gebrochen. Ihm haftet der schlechte Ruf an, ein unnützes Darmanhängsel zu sein. Offenbar ist er jedoch ein Reservoir für gute und nützliche Bakterien. Er speichert Mikroben, die unseren Körper im Kampf gegen bestimmte Krankheiten und Probleme unterstützen. In den frühen Entwicklungsstadien unterstützt er außerdem die Bildung weißer Blutzellen sowie bestimmte Antikörper. Hey, weißt du, wo sich der Magen befindet? Leichte Frage, oder? Aber vielleicht irrst du dich auch. Die meisten Menschen denken, er läge irgendwo hinter dem Bauchnabel. In Wahrheit befindet er sich ein gutes Stück höher und ruht oben auf dem Rest des Verdauungstrakts und so findest du ihn. Suche nach der Stelle, an der sich deine untersten Rippen treffen. Gehe nun etwa 3 Finger breit nach unten und dann 3 Finger breit nach links. Jetzt bist du genau über der Mitte deines Magens. Du hast keine Geschmackszonen auf der Zunge. Die Zungenkarte entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil Wissenschaftler minimale Unterschiede in der nötigen Geschmacksintensität, um in verschiedenen Regionen des Mundes wahrgenommen zu werden, festgestellt hatten. Diese Studie führte zu dem Mythos, dass jeder Teil der Zunge für einen anderen Geschmack zuständig wäre. In Wahrheit verteilen sich alle Geschmacksknospentypen auf der gesamten Zunge und sie identifizieren jeden Geschmack. Dazu gehört auch Umami, eine Geschmacksrichtung, die heute neben süß, salzig, bitter und sauer ebenfalls anerkannt ist. Wir nutzen nicht nur 10% unseres Denkorgans, wir nutzen sogar im Schlaf weit mehr. Wissenschaftler testeten diese Aussage anhand der Messung der Hirnaktivität von Personen, während sie unterschiedliche Aufgaben durchführten. Die Ergebnisse zeigten, dass die meisten Teile unseres Gehirns immer aktiv sind. Der genaue Anteil variiert von Person zu Person und ist von der Tätigkeit abhängig. Außerdem ist es gar nicht möglich, jede einzelne Gehirnzelle zu überwachen. Wir haben Milliarden von ihnen. Man kann also nie wissen, wie viele genau zeitgleich aktiv sind. Im Schlaf ist dein frontaler Kortex, der Teil, der für, sagen wir, anspruchsvolleres Denken verantwortlich ist, und bestimmte Bereiche, die der Umgebungswahrnehmung dienen, immer noch aktiv. Menschen haben nicht nur 5 Sinne: Hören, Schmecken, Fühlen, Sehen und Riechen. Diese Vorstellung hat ihren Ursprung bei Aristoteles, dem berühmten griechischen Philosophen, der sagte, dass es für jeden Sinn ein Sinnesorgan gebe. Augen zum Sehen, Zunge zum Schmecken und so weiter. Es ist tausende Jahre her und er übersah dabei das vestibuläre System, ein Schlüssel-Sinnesorgan. Das vestibuläre System ist der Apparat im Innenohr, den unser Körper für das Gleichgewicht nutzt. Nicht jeder Sinn erfordert ein eigenes Sinnesorgan. Lediglich unterschiedliche Arten von Rezeptoren für Temperatur, Berührung, Schmerz und Propriozeption. Propriozeption ist Selbstwahrnehmung, was bedeutet, dass du auch weißt, wo dein Arm ist, wenn du ihn hinter deinem Rücken hältst. Ein Oktopus zum Beispiel weiß das nicht. Dass wir 33 Sinne haben, liegt daher vermutlich näher an der Wahrheit als 5. Dazu gehören der Gleichgewichtssinn, Temperaturwahrnehmung, Durst und viele weitere, die überlebenswichtig sind. Wenn du gerne mal deine Gelenke knacken lässt, ist das nichts Schlimmes. Die Vorstellung, das würde das Risiko für Gelenkprobleme erhöhen, ergibt in nullter Näherung vielleicht Sinn, weil genau das passiert, wenn du deine Gelenke jahrelang großem Druck aussetzt. Das befriedigende Geräusch, das du dabei hörst, sind aber nur platzende Bläschen in der Flüssigkeit, die deine Gelenke schmiert, der Synovialflüssigkeit. Wenn du gut gegessen hast, kannst du danach trotzdem schwimmen gehen. Du bekommst davon keine Krämpfe. Die Idee hinter diesem Irrglauben ist, dass durch eine üppige Mahlzeit dein ganzes Blut im Magen gebraucht wird und deine Muskeln nicht genug abbekommen und daher anfälliger für Krämpfe sind. Die Wahrheit ist, dass du dich nach einem umfangreichen Mahl beim Schwimmen vielleicht nicht so wohl fühlst, dennoch ist es absolut sicher, wenn dir danach ist.
Es wird sogar empfohlen, vor dem Schwimmen einen kleinen kohlenhydratereichen Snack zu verspeisen, um etwas extra Energie zu haben. Wenn du dir deine Körperbehaarung rasierst, brauchst du nicht befürchten, dass sie dunkler und dicker nachwächst. Das ist schlichtweg ein Mythos. Eine Veränderung der Farbe, Dicke oder Wachstumsgeschwindigkeit ist reine Einbildung. Der Eindruck entsteht, weil das Haarfollikel nach dem Rasieren eine stumpfe Spitze hat, die sich erst dunkler und härter anfühlt als zuvor. Aber das täuscht. Lässt du das Haar herauswachsen, sieht es genauso aus wie vorher. Es stimmt nicht, dass wir einen überproportional großen Teil unserer Körperwärme über den Kopf verlieren. Das kommt dir vielleicht so vor, weil Kopf, Brust und Gesicht temperaturempfindlicher sind. In Wahrheit frierst du aber gleichermaßen, wenn du ohne Mütze oder ohne Hose rausgehst. Vermutlich kommt es dir nur vor, als würde dein Kopf mehr Wärme verlieren, weil er oft der einzige Körperteil ist, der unbedeckt bleibt, wenn wir draußen sind. Sorge dich nicht, wenn du einen Schlafwandler aufweckst. Du schadest ihm dabei nicht wirklich. Natürlich kann er leicht desorientiert sein und etwas verwirrt reagieren. Aber meist ist es besser, den Schlafwandler zu wecken, statt ihn gefährliche Dinge im Schlaf machen zu lassen, wie kochen oder Autofahren. Oder du zeigst ihm einfach den Weg zurück ins Bett. Die Hornhaut ist der einzige Teil des Körpers aus lebenden Zellen, der keine Blutgefäße hat. Ihre Nährstoffe und den Sauerstoff bezieht sie direkt aus der Tränenflüssigkeit auf der Oberfläche und der dicken, wässrigen Substanz zwischen Hornhaut und dem Inneren des Auges sowie von den Nervenbahnen, die mit ihr verbunden sind. Darum waren Kontaktlinsen zunächst auch problematisch. Die älteren Modelle reduzierten die Sauerstoffversorgung, da sie hauptsächlich von außen erfolgt. Das Problem wurde zumindest gesenkt, als Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen auf den Markt kamen. Andere Körperteile, die keine Blutgefäße enthalten, sind Fingernägel, Haare, die äußerste Hautschicht sowie der Zahnschmelz. Hat dein Schweiß nach dem Training schon mal nach Zwiebeln gerochen? Das ist nicht schlimm. Es gibt zwei Typen von Schweißdrüsen in der Haut. Die eine Sorte befindet sich nur an bestimmten Körperzonen wie dem Schambereich und den Achseln. Sie produzieren eine spezielle ölige Flüssigkeit als Reaktion auf besondere emotionale Erfahrungen. Die andere Sorte Schweißdrüsen ist weiter verbreitet. Es gibt sie am gesamten Körper und sie sind verantwortlich für das Schwitzen beim Trainieren. Dieser Schweiß kühlt deinen Körper, indem er von der Haut verdunstet. Er besteht zu 99% aus Wasser und ist im Prinzip geruchslos, zumindest direkt nachdem er aus der Pore an die Oberfläche kommt. Doch auf der menschlichen Haut leben viele Bakterienarten, die sich von den Nährstoffen im Schweiß sowie Hautschuppen ernähren. Ein Nebenprodukt, das dabei entsteht, ist eine spezielle Chemikalie, deren strenger Duft an Zwiebeln erinnern kann. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du beim Laufen mehr Speichel produzierst, vor allem bei einer kurzen Runde bei kaltem Wetter? Rennst du hingegen einen Marathon und es ist ein warmer, angenehmer Tag, produzierst du weniger Speichel. Dein Körper versucht dabei, der Austrocknung bei der Atmung durch den Mund entgegenzuwirken. Auf lange Sicht dehydriert das deinen Körper allerdings und erspart schließlich Flüssigkeit, indem er die Speichelproduktion zurückfährt. Jedes Training, egal wie intensiv es ist, führt zur Sekretion eines speziellen Proteins. Es macht den Speichel zähflüssiger und klebrig, wodurch dein Mund sich nach dem Training besonders trocken anfühlt. Menschen sehen die Welt mit 15 Sekunden Zeitverzug. Das bedeutet, dein Gehirn versetzt dich ständig in die Vergangenheit. Auf diese Weise stabilisiert es das Bild deiner Umgebung. Deine Augen empfangen Unmengen an visuellen Informationen, Millionen Farben, Formen und sich permanent verändernde Bewegungen. Es ist keine leichte Aufgabe, all das zu verarbeiten. Die visuelle Welt verändert sich fortlaufend, weil sich Perspektive, Licht und alle äußeren Faktoren ständig ändern. Der visuelle Eindruck ändert sich auch, weil du zwinkerst. Außerdem sind dein Kopf, deine Augen und dein gesamter Körper irgendwie immer in Bewegung. Dein Gehirn braucht daher einen Mechanismus, um die Illusion von Stabilität zu erzeugen. Es glättet quasi die optischen Einflüsse. Es analysiert nicht jeden einzelnen visuellen Schnappschuss, sondern funktioniert wie eine Zeitmaschine.
Du nimmst im Grunde in jedem Moment den Schnitt der Dinge, die du in den letzten 15 Sekunden gesehen hast, wahr. Dein Gehirn zieht Objekte zusammen, dass sie sich ähnlicher sehen. Dadurch denkst du, du befindest dich in einem stabilen Umfeld. Würde dein Gehirn alles in Echtzeit aktualisieren, würde sich die Welt sehr chaotisch mit einem permanenten Wechseln von Bewegung, Licht und Schatten anfühlen, was dir vermutlich das Gefühl geben würde, du würdest halluzinieren. Deine Knochen sind wirklich stark, aber deine Zähne, die ebenfalls als Teil des Skeletts gelten, sind noch stärker. Grund dafür ist der Zahnschmelz, die harte Außenschicht eines Zahns. Der Zahnschmelz schützt das Gewebe und die empfindlichen Nerven innerhalb des Zahns. Du verbrennst Kalorien beim Denken. Wenn du dich ausruhst und nichts Spezielles tust, nur verdaust, atmest und die Körpertemperatur aufrecht erhältst, verbraucht dein Gehirn 20-25% der Gesamtenergie deines Körpers. Das bedeutet, dein Körper verbrennt 350-450 Kilokalorien am Tag, während er nichts tut. Wir sind nicht die einzigen Wesen im Tierreich mit einem solchen Mechanismus. Einige kleinere Säugetiere wie Zwergseidenäffchen und das winzige Spitzhörnchen widmen genauso 4% ihrer gesamten Körperenergie dem Gehirn. Die meiste Energie wird dabei für die Kommunikation der Neuronen verbraucht. Das geschieht mittels chemischer Signale, die über spezielle Zellstrukturen namens Synapsen weitergeleitet werden. Das Gehirn leitet also viel Energie an die Synapsen, sodass sie ihre Arbeit machen können. Dein Gehirn ruht nie. Selbst wenn du schläfst, sind bestimmte Bereiche aktiv. Dein Gehirn braucht auch dafür Treibstoff und du verbrennst auch im Schlaf Kalorien. Je fordernder die Aufgaben am Tag sind, desto mehr Kalorien verbrennst du. Hast du also keine Zeit fürs Fitnessstudio, löse wenigstens ein Sudoku. Verschlingst du gerne mal dein Eis? Manchmal ist das kein Problem, doch vermutlich kennst du dann auch das Gefühl von Hirnfrost. Es ist ein sehr intensiver und unangenehmer Schmerz an der Stirn oder an den Seiten des Kopfes, nachdem du etwas Kaltes wie einen Slushy oder ein Eis getrunken oder gegessen hast. Manche Menschen erleben dieses Gefühl sogar, wenn sie kalter Luft ausgesetzt sind. Wissenschaftler sind noch nicht ganz schlüssig, was der Grund dafür ist. Einer Theorie zufolge stimuliert die kalte Substanz eine Ansammlung von Nerven am hinteren Gaumen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Blutgefäße im Gaumendach sich schnell zusammenziehen, weil die Temperatur im Mund absinkt und sie sich dann wieder weiten. Hirnfrost ist nicht gefährlich und du brauchst dir deswegen keine Sorgen machen. Aber nein, auf dem Tisch hängen, jammern oder den Kopf mit den Händen festhalten, hilft nicht wirklich dagegen. Manche Menschen schlafen gerne viel und lang. Hey, schuldig im Sinne der Anklage. Doch manche Menschen sind natürliche Kurzschläfer. Das bedeutet, sie sind im Prinzip immun gegen Schlafentzug. Etwa 1% der Bevölkerung verfügt über diese Eigenschaft. Auch wenn sie wenig Schlaf kriegen, geht es ihnen wunderbar. Sie haben keinerlei Probleme, mit nur 6 Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen, während die meisten Menschen das nicht länger als ein paar Nächte aushalten. Das menschliche Auge hat normalerweise 3 Zapfenarten. Das bedeutet, wir sind in der Lage, ca. 1 Million verschiedener Farbschattierungen von Grün, Rot und Blau wahrzunehmen. Aber es gibt eine seltene Eigenschaft, die sogenannte Tetrachromie, bei der Menschen über 4 Zapfenarten verfügen. Dadurch können sie auch ultraviolette Farbtöne erkennen und 100 Millionen Farben unterscheiden. Hast du gewusst, dass dein Skelett ziemlich nass ist? Ich meine, dein ganzer Körper besteht zu großen Teilen aus Wasser, bis zu 60%. Diese Flüssigkeit befindet sich nicht nur in deinen Organen, Muskeln und der Haut, sondern auch im Skelett. Deine Knochen bestehen zu fast 1/3 aus Wasser. Im menschlichen Körper gibt es dieses faszinierende Netzwerk. Blutgefäße sind wirklich winzig, aber wenn du alle aneinander hängen könntest, käme etwas verdammt Großes dabei heraus. Das Blutgefäßsystem deines Körpers umfasst eine Länge von 96.560 Kilometern. Um dieses Netzwerk gesund zu erhalten, ist insbesondere eine ausgewogene Ernährung essentiell. Hast du dich je gefragt, warum unsere fernen Verwandten, die Primaten, so viel stärker als wir sind? Unsere Körper sind sich recht ähnlich.
sieh dir nur die Muskelstruktur dieses Schimpansen an. Trotzdem sind sie fast 1,35 mal stärker als wir. Der menschliche Körper hat im Gegensatz zu den anderen Primaten vor allem langsam zuckende Muskelfasern entwickelt. Dieser Muskelfasertyp ist nicht so stark, dafür aber sehr ausdauernd, was unseren fernen Vorfahren half, Vorräte anzulegen, zu jagen und somit zu überleben. Sie sind auch der Grund, warum wir einen Marathon laufen können. Affen können das nicht. Im Armdrücken würden wir allerdings verlieren. Lachen ist ansteckend. Das ist nicht nur eine Redewendung. Forscher fanden heraus, dass starke Emotionen zur Synchronisierung der Hirnaktivität verschiedener Menschen führen können. Lachen ist etwas, das die Wissenschaft vor allem mit sozialen Lebewesen in Verbindung bringt. Menschen lachen 30 Mal häufiger, wenn sie sich in einem sozialen Umfeld befinden, mit Freunden zusammen und entspannt sind. Eine Theorie geht davon aus, dass du sehr wahrscheinlich mitlachen wirst, wenn ein Freund lacht, weil der Mensch ein empathisches Lebewesen ist. Dein Gehirn setzt beim Lachen Endorphine frei. Diese speziellen Chemikalien geben dir ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe. Wir wissen nicht genau, warum Lachen ansteckend ist, aber es fühlt sich verdammt gut an. Also lach mit und komm auf die Sonnenseite des Lebens. Wie jeden Morgen stehst du auf und gehst ins Bad, um dir die Zähne zu putzen. Aber dann bemerkst du diese Wucherung unter deiner Zunge. Du wunderst dich, denn die hast du noch nie bemerkt. Aber keine Panik, das ist nur der Torus mandibularis, eine harmlose Knochenwucherung am Unterkiefer. Wenn du dieses zusätzliche Stück Knochen hast, dann gehörst du zu den 26,9% der Menschen, die diese Anomalie haben. Je nachdem, auf welches Land du schaust, kann diese Anomalie in der Bevölkerung häufiger oder seltener auftreten. In den USA zum Beispiel sind 10% der Bevölkerung betroffen. Knochen halten unseren Körper aufrecht. Wir haben insgesamt 206 davon. Aber einige Menschen haben einen zusätzlichen Knochen, von dem sie vielleicht nicht mal etwas wissen. Wir haben 12 Rippenpaare, also insgesamt 24 Rippen. Aber 0,5% der Menschen haben 25. Die 25. wird Zervikalrippe genannt. Sie ist von Geburt an vorhanden und wächst an der Basis des Halses direkt über dem Schlüsselbein. Daher wird sie auch Halsrippe genannt. Sie kann auf beiden Seiten auftreten. Dann ist es ein voll ausgebildetes Rippenpaar oder nur als dünner Strang von Gewebefasern verwachsen. Es gibt Körperteile, die wir im Laufe unserer Evolution als Spezies behalten haben. Das betrifft aber nicht jeden von uns. Dazu gehört der Palmaris longus. Das ist eine kleine Sehne, die an deinem Handgelenk entlang führt. Wenn du die Spitze deines kleinen Fingers und die deines Daumens fest zusammendrückst, kannst du den Palmaris longus auf der Innenseite deines Handgelenks sehen. Wenn die Sehne, die zum Musculus palmaris longus führt, nicht auftaucht, dann gehörst du zu den wenigen Menschen, die sie nicht mehr haben. Das Fehlen des Palmaris longus Muskels hat aber keine Auswirkungen auf die Stärke deines Griffs, auch wenn die Druckkraft im dritten und vierten Finger vielleicht etwas geringer ist. Es wird angenommen, dass dieser Muskel im Laufe der Evolution von unserer Spezies aktiv genutzt wurde, vor allem als wir uns noch auf allen Vieren fortbewegt haben und von Baum zu Baum gesprungen sind. Alles, was wir heute nicht mehr machen. Die Ausprägung ist auch handunabhängig, also egal, ob es deine dominante oder nicht dominante Hand ist. Welche Hand benutzt du eigentlich am häufigsten? Falls du Linkshänder bist, gehörst du zu 10%. Und wenn du beidhändig bist, gehörst du zu den 1%, bei denen beide Hände dominierend sind. Die meisten beidhändigen Menschen benutzen aber oft ihre linke Hand. Beidhändigkeit und Linkshändigkeit haben eines gemeinsam. Sie nutzen beide Gehirnhälften. Bei Rechtshändern ist in der Regel nur die linke Gehirnhälfte dominant. Wir alle haben Schwanzknochen, ein Überbleibsel unserer langen Evolutionsgeschichte. Vor etwa 25 Millionen Jahren haben wir aufgehört, unsere Schwänze zu benutzen. Während wir noch als Embryo heranwachsen, wächst uns ein Schwanz. Den verlieren wir aber etwa nach 8 Wochen. Es gibt aber einige Fälle, bei denen Menschen mit einem Schwanz zur Welt kommen. Etwa 25 bestätigte Fälle sind der Wissenschaft bekannt. Diejenigen, die mit einem Schwanz geboren werden, haben aber keinen nennenswerten Vorteil, denn das Steißbein, das wir alle haben, reicht für das Gleichgewicht aus. Die Schwänze haben also keine andere Funktion als physisch da zu sein. Sie haben keine Knochen und bestehen nur aus Nerven, Gefäßen und Muskeln. Findest du, dass du ein wählerischer Esser bist?
Schmeckt Koriander für dich wie Seife oder findest du Ananas auf Pizza eklig? Ja, das hängt davon ab, was für ein Typ Schmecker du bist. Etwa 30% der Menschen gelten als Superschmecker. Das heißt, ihre Geschmackserlebnisse sind viel tiefer und auch unterschiedlicher. Essen, das für sie bitter schmeckt, kann für den Durchschnittsschmecker, der 40% der Menschen ausmacht, süß schmecken. Es gibt auch Nichtschmecker, etwa 30% der Menschen, die gar kein Essen besonders aufregend finden. Hast du die Fähigkeit, Musiknoten zu erkennen? Etwa einer von 10.000 Menschen hat das absolute Gehör und kann jede Tonhöhe präzise erkennen, ohne einen Vergleichston oder andere Hilfsmittel. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie der nächste große Popstar werden. Sie sind einfach nur in der Lage, einen bestimmten Ton zu erkennen, wenn sie ihn hören. Die Farben unserer Augen sind vielfältig. Sie werden durch die weltweit unterschiedlichen Lichteinwirkungen und die daraus resultierende Melaninproduktion bestimmt. Da die Migration in den letzten 100 Jahren zugenommen hat, haben wir heute zahlreiche Variationen von Farbschattierungen, wobei natürlich auch die Gene eine große Rolle spielen. Wir könnten hunderte von verschiedenen Augenfarben aufzählen, aber wir beschränken uns hier auf 6 Hauptfarbgruppen, um das Video kurz zu halten. Die Mehrheit der Menschen hat braune Augen. Das sind etwa 79% der Weltbevölkerung. Bis vor etwa 6 bis 10.000 Jahren hatten alle Menschen nur die braune Pigmentierung. Aber als die ersten Auswanderer nach Nordeuropa kamen, trat eine Mutation auf, die den Augen half, sich an die veränderten Lichtverhältnisse anzupassen. Blaue Augen wurden zur häufigsten mutierten Augenfarbe und alle blauäugigen Menschen lassen sich auf einen Vorfahren aus Europa zurückführen. Aktuell haben etwa 10% der Bevölkerung blaue Augen. Bernsteinfarbene Augen machen 5% aus, graue Augen haben bis zu 3% der Menschen und die seltenste Augenfarbe ist grün, die nur bei 2% der Menschen vorkommt. Noch seltener ist die Iris-Heterochromie, bei der jedes Auge eine andere Farbe hat. Sie wird vererbt und auch durch andere genetische Faktoren beeinflusst. Nur 1% der Bevölkerung hat diese unglaublich seltenen Augen. Obwohl blaue Augen immer häufiger vorkommen, sind sie trotzdem nur in den Gebieten ausgeprägt, wo Menschen ähnliche Genvarianten haben. Blaue Augen sind in der Vererbung nämlich ein rezessives Merkmal, also nicht dominant. Genau wie rote Haare, die nur bei 2% der Bevölkerung vorkommen. Falls du rote Haare und blaue Augen hast, gehörst du zu den 0,17% der Menschen, die die seltenste Haar-Augenfarbe-Kombination haben. Obwohl grüne, graue und bernsteinfarbene Augen weniger häufig vorkommen als blaue, sind ihre Gene dominanter, sodass innerhalb des kleinen Pools der rothaarigen blaue Augen weniger wahrscheinlich sind. Das Melanin, das zur Mutation der Augenfarben beigetragen hat, hat auch andere Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Eine genetische Mutation, die sich auf das Melanin auswirkt, tritt bei etwa 5000 Menschen in Deutschland auf und verursacht Albinismus. Die Ausprägung dieser Mutation ist weltweit unterschiedlich. Beim Albinismus ist die Pigmentproduktion verändert, wodurch Zellen, die für die Färbung der Haut, der Haare und der Augen zuständig sind, verteilt werden. Die meisten Menschen mit Albinismus haben schneeweiße Haut und schneeweißes Haar und ihre Augen sind blassblau-rosa, wobei die Pupille selbst rot ist. Diese Rötung kommt aber vom Licht, das von den Gefäßen in der Netzhaut reflektiert wird. Es gibt aber auch andere Formen des Albinismus, bei denen die Pigmentierung geringer ausfällt und Haut und Haare etwas dunkler sind. Übrigens, Albinismus kommt nicht nur beim Menschen vor, sondern kann praktisch jedes Säugetier, Reptil und jede Amphibie treffen. Hast du vielleicht auch dieses kleine Loch vorne an deinem Ohr oberhalb des Gehörgangs? Das ist eine präaurikuläre Grube. In den ersten 6 Wochen der Entwicklung eines Kindes, also lange vor der Geburt, entwickelt sich die Ohrmuschel. Das ist der äußere Teil deines Ohrs. Die präaurikuläre Grube entsteht, wenn die Ohrmuschel nicht vollständig verwachsen ist, was bei weniger als 1% der Menschen der Fall ist. Es gibt zwar Spekulationen, dass dieses kleine Loch ein Überbleibsel der Kiemen ist, die unsere ganz, ganz frühen Vorfahren noch hatten, aber für diese Theorie gibt es keine eindeutigen Beweise. Es gibt einzigartige Eigenschaften, die uns im täglichen Leben einen Vorteil verschaffen. Manche Menschen tragen eine Genmutation des DEC2-Gens in sich, die im Englischen als Familial Natural Short Sleepers bezeichnet wird. Kurz gesagt sind das die Kurzschläfer, die nicht mehr als 4 bis 5 Stunden Schlaf brauchen.
Die meisten von uns fühlen sich nach so einer kurzen Nacht total ausgebrannt. Aber das 1% der Bevölkerung, das diese Genmutation in sich trägt, hat mehr vom Tag. Hast du dir schon mal mit einem Freund oder einer Freundin ein Bild angeschaut und dabei festgestellt, dass ihr die Farbe unterschiedlich wahrnehmt? Vielleicht hast du die seltene Fähigkeit, mehr Farben zu sehen als alle anderen. Vielleicht kannst du 100 Millionen verschiedene Farbtöne wahrnehmen. Wenn das der Fall ist, dann gehörst du zur Gruppe seltener Menschen, die man Tetrachromaten nennt. Sie haben 4 Zapfen in ihren Augen im Gegensatz zu allen anderen, die nur 3 haben und als Trichromaten bezeichnet werden. Es gibt verschiedene Studien zu diesem seltenen Augenphänomen. Bekannt ist, dass es bei Frauen häufiger vorkommt. Es wird vermutet, dass bis zu 15% der Frauen diese seltene Fähigkeit besitzen. Übrigens kommt diese Fähigkeit auch bei einigen Vogelarten, Insekten, Fischen und anderen Säugetieren vor. Eieiei, etwa 6% der Menschen können mit ihren Augäpfeln vibrieren, sodass sie wie geschüttelt aussehen. Das heißt aber nicht, dass mit ihren Augen etwas nicht stimmt. Es ist nur ein einzigartiger Trick, den sie machen können. Auf Partys kommt der bestimmt gut an. Deine Knochen müssen täglich viel aushalten. Einige von ihnen können sogar das 2- oder 3-fache deines Körpergewichts tragen. Das ist beeindruckend, aber noch beeindruckender sind deine Zähne. Sie sind nämlich noch stärker. Wenn du auf etwas beißt, können deine Zähne einen Druck von bis zu 90 Kilo ausüben. Übrigens ist der Zahnschmelz Teil deines Knochensystems. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass dein Magen ein unglaubliches Fassungsvermögen hat. Er kann fast 2 Liter Flüssigkeit aufnehmen, so viel wie eine große Flasche Cola. Aber es ist schwer abzuschätzen, wie viel Essen du in deinen Magen quetschen kannst. Denn das Essen wird mit den Zähnen bearbeitet, bevor es in den Magen rutscht. Für einen Truthahn ist wahrscheinlich kein Platz, aber ein Grillhähnchen passt immer rein. Wenn du deine Hand drehst, überlagern sich die Knochen in deinem Arm. Fass deinen Arm an und überprüfe das. Ich weiß, das ist nicht besonders einzigartig. Jetzt zeig mir mal, wo dein Magen ist. Zeigst du auf deinen Bauch? Leider falsch. Er ist oben, versteckt zwischen deinen Rippen. Willst du noch etwas Wissenswertes über deine Knochen erfahren? Du weißt, dass dein Körper zu etwa 60% aus Wasser besteht, oder? Neu entdeckt wurde, dass auch deine Knochen viel Wasser enthalten. Etwa 25% der menschlichen Knochenmasse besteht aus Wasser. In der Medizin glaubt man, dass wir den Blinddarm nicht mehr lange haben werden. Und eigentlich weiß niemand so genau, warum wir ihn überhaupt haben. Einige Forschende behaupten, dass er unseren Vorfahren half, Baumrinde zu verdauen. Aber weil die nicht mehr auf unserem Speiseplan steht, kann der Blinddarm ohne Folgen aus unserem Körper verschwinden. Das menschliche Auge hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Automotor. Wie bitte? Ja, beide brauchen Flüssigkeiten, um richtig zu funktionieren. Ein Motor braucht Öl und ein Auge braucht Tränen. Damit das Auge gut geschmiert ist, müssen die Tränen über das gesamte Auge verteilt werden. Deshalb blinzeln wir bis zu 20.000 Mal am Tag. Du kannst das Augenlid also mit einem Scheibenwischer vergleichen. Fast unser ganzer Körper ist mit Haaren bedeckt. Ja, auch wenn du sie nicht überall sehen kannst, sie wachsen sogar im Bauchnabel. Dort fangen sie Fussel auf. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der keine Nährstoffe aus dem Blut erhält, ist die Hornhaut im Auge. Stattdessen wird sie durch Tränen und durch die Flüssigkeit im vorderen Teil der Augen ernährt. Kennst du eigentlich deinen persönlichen Bodyguard? Hier, deine Leber ist dein Beschützer. Sie schützt dich vor Giftstoffen und vielen anderen Dingen, die du nicht in deinem Körper haben willst. Außerdem ist sie fast unverwüstlich und sie kann sich auch weitestgehend regenerieren. Wenn du errötest, bedeutet das, dass der Blutfluss in deinem Körper erhöht ist. Nicht nur deine Wangen werden rot, sondern auch deine Magenschleimhaut. Das liegt daran, dass sie von vielen Blutgefäßen durchzogen ist. Und wenn dort mehr Blut als sonst fließt, wird sie rot. Nur etwa 43% von dir sind tatsächlich du. Du bestehst zu über 50% aus winzig kleinen Lebewesen, die hauptsächlich in deinem Darm und anderen Körperteilen leben, ohne dass sie den Ort je verlassen. Auch wenn du weniger eigene Zellen als Mikroben hast, kommen in dir doch mehr als 100 Billionen Zellen vor. Zähl mal nach. Deine Magenschleimhaut erneuert sich alle 3 bis 4 Tage. Das ist wichtig, damit du nicht von innen aufgefressen wirst, denn unsere Magensäure ist ziemlich aggressiv.
Eine Sache, die auf jeden Fall schläft, wenn du schläfst, ist deine Nase. Du riechst nichts Böses im Schlaf, denn dein Geruchssinn ist nachts quasi ausgeschaltet. Falls nachts in deinem Schlafzimmer ein übler Geruch aufsteigt, wirst du nichts davon mitbekommen. Falls du mal versehentlich kleine Gegenstände wie Plastikteile, Glas, Münzen oder andere kleine Sachen verschluckst, dann verdaust du sie. Sie wandern innerhalb von 48 Stunden durch deinen Verdauungstrakt. Ja, wirklich, vertrau mir einfach. Du musst das nicht testen. Du hast Besseres zu tun. Früher nahm man an, dass wir etwa 10.000 Gerüche unterscheiden können. Bei weitem nicht. Neuere Forschungen haben nämlich ergeben, dass wir Menschen mehr als 1 Billion Gerüche unterscheiden können. Und wir können uns an jeden Geruch erinnern, besser als an irgendetwas sonst. Gerüche wecken sogar ferne Erinnerungen in uns. Du weißt jetzt also, dass wir winzige Mengen Plastik verdauen können, aber merkwürdigerweise kein Gras. Denn das verträgt unser Verdauungssystem nicht. Weidetiere haben diese speziellen Mahlzähne und mehrere Mägen, um Blätter und Gras zu verarbeiten. Wir haben nichts davon, aber mach dir nichts draus. Unter den Säugetieren können nur wir Menschen auf 2 Hinterbeinen gehen und diese Haltung unser ganzes Leben lang beibehalten. Du denkst jetzt bestimmt, was ist mit den Kängurus und den Gorillas? Die bewegen sich auch auf ihren Hinterbeinen fort. Aber Kängurus benutzen ihren Schwanz als 3. Bein und Gorillas nutzen ihre langen Arme, um das Gleichgewicht zu halten. Der Magen ist der wichtigste Verteidiger des Immunsystems. Die Salzsäure in unserem Magen eliminiert gefährliche Lebensmittelgifte und tötet Viren und Bakterien ab, die mit dem Essen in den Magen gelangen. Diese Säure könnte sogar den Magen verdauen, aber seine Schleimhaut schützt ihn. Betrachte Körperfett nicht als störend, denn es ist dein Isoliermaterial, deine Energiereserve und dient als Stoßdämpfer. Unser Körper speichert das meiste Fett in der Taillenregion, weil sich dort die inneren Organe befinden. Falls dir etwas zustößt, schützt diese Fettschicht deine lebenswichtigen Organe vor irreparablen Schäden. Kennst du die schnellsten Muskeln in deinem Körper? Sie steuern das Schließen der Augenlider. Unsere Augen sind empfindlich und müssen geschützt werden. Deshalb schließen diese Muskeln die Augen innerhalb von 100 Millisekunden, sobald der Reflex ausgelöst wurde. Das sind nicht mehr als 1/10 Sekunde. Wir erkennen nur die Farbe Blau, Grün und Gelb. Alle anderen Farben sind Kombinationen aus diesen 3. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viele dieser Farbkombinationen das menschliche Auge wahrnehmen kann, auch weil es zwischen den Menschen leichte Sehunterschiede gibt. Aber im Durchschnitt sind es wohl 1 Million. Selbst wenn du dir 2-mal am Tag die Zähne putzt und reichlich Mundwasser verwendest, bleibt dein Mund einer der schmutzigsten Bereiche deines Körpers. Im Mund leben Millionen von Bakterien. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Bakterien gut für deinen Körper sind und ihn vor schlechten Bakterien und Viren schützen. Der zweitschmutzigste Ort ist dein Bauchnabel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er der meist ignorierteste Ort ist. Es ist doch so, dass wir ihn nach der Geburt eigentlich nicht mehr brauchen. Und so sammeln sich an dieser verlassenen Stelle jede Menge Keime, Schweiß und Schmutz an. Dein Bauchnabel beherbergt über 2300 Bakterienarten, um die du dich kümmern solltest. Du denkst, du verdankst deinen starken Händedruck deinem Krafttraining? Nein, den hast du wegen deines kleinen Fingers. Ich mach nur Spaß. Aber Fakt ist, dass der kleine Finger der stärkste Finger ist. Der kleine ist für 50% der Kraft in deiner Hand verantwortlich. Der am meisten benutzte Finger ist aber der Daumen. Er macht 40% der Handbewegung aus. Damit ist der Daumen wohl auch wichtiger als jeder andere Finger. Du hast noch andere kleine Helfer. Deine Zehen, die etwa 40% deines Gewichts tragen. Falls dir mal jemand einreden will, dass der Mensch keine Zehen braucht, dann glaubt dieser Person kein Wort. Sie gehören nämlich zur Hauptantriebskraft beim Gehen. Wusstest du, dass Tomaten mehr Gene haben als Menschen? Keine Panik! Zum Angriff der Killer-Tomaten wird es nicht kommen. Denn in diesem Fall kommt es nicht auf die Anzahl an, sondern auf die Komplexität ihrer Verbindungen.
Nägel helfen uns nicht nur, winzige Dinge zu greifen und Aufkleber abzuziehen. Wenn du keine starre Struktur hättest, gegen die du drücken kannst, könntest du nicht beurteilen, wie fest du etwas halten musst. Unsere Haarfarbe lässt sich leicht mit unseren Genen erklären. Dabei gibt es nicht mehr als 2% Rotschöpfe, gefolgt von Blondinen etwa 3% und dann kommen die Brünetten in verschiedenen Abstufungen. Die machen aber nur etwa 11% aus. Die große Mehrheit hat schwarzes Haar oder einen sehr dunklen Braunton. Und ja, dein Haar kann ab einer bestimmten Länge aufhören zu wachsen. Ein Haar wächst normalerweise zwischen 2 und 7 Jahren. Umgerechnet wird es nicht länger als 106 cm. Aber erzähl das mal diesem Mädchen aus China, die alle Rekorde der längsten Haare gebrochen hat. Im Jahr 2004 war ihr Haar 5,60 Meter lang. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Wenn wir lachen, denken, etwas anschauen, träumen, uns bewegen oder irgendetwas anderes mit unserem Körper machen, laufen kleine elektrische und chemische Signale zwischen den Neuronen hin und her. Unser Gehirn ist also immer aktiv, manchmal sogar aktiver, wenn wir schlafen. Und dabei produzieren und senden die Neuronen mehr Informationen, als es Telefone auf der ganzen Welt gibt. Du sitzt im Park und ein Insekt landet auf deinem Bein. Deine Haut verfügt über sensorische Neuronen, die die Nachricht mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit an dein Gehirn leiten, immerhin 193 Kilometer pro Stunde. Dein Gehirn sendet eine Nachricht an dein Bein, um das Insekt abzuschütteln. Und diese Information wird sogar noch schneller verschickt, und zwar mit 320 km/h. Zehennägel wachsen etwa 4-mal langsamer als Fingernägel. Das liegt daran, dass wir mehr mit unseren Händen machen als mit unseren Füßen, weshalb die Fingernägel stärker abgenutzt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auf deiner rechten Hand andere Mikroben leben als auf deiner linken Hand. Du weißt, dass sie unsere Haut von Kopf bis Fuß bedecken und ihre Vielfalt hängt von der Hautdicke, der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Chemie unserer Haut ab. Das alles kann bei den Händen unterschiedlich sein, weil wir die rechte anders nutzen als die linke. Unsere Nägel und Haare bestehen aus Keratin. Das ist ein Material, das wir auch in Körperteilen anderer Tiere finden. Zum Beispiel in Krallen, Hufen, Hörnern, Wolle, Fell, Federn, Schnäbeln, Schildkrötenpanzer oder Stachelschweinkiele. Unser Körper ist aus Sternenstaub gemacht. Wirklich. Die komplexeren Elemente in unserem Körper können nur durch Supernovas entstanden sein. Die ersten Sterne waren gasförmige Wolken, die sich zusammenzogen und irgendwann den Prozess der Verbrennung in Gang setzten. Das führte schließlich zu einer Kernreaktion in ihrem Zentrum. Die Sterne, die direkt nach dem Urknall entstanden, waren mehr als 50 Mal so groß wie unsere heutige Sonne. Und in ihrem Inneren lief ein ständiger Prozess der Elementbildung ab. Diese großen Sterne verbrannten ihren Brennstoff auch schneller. Die meisten Elemente in unserem Körper wurden in diesen Sternen über Milliarden von Jahren gebildet. Also, man kann schon sagen, dass ein Teil von dir unsterblich ist. Cool, oder? Wenn du nicht niesen willst, übe Druck auf deine Nasenwurzel aus. Dadurch erhält dein Gehirn ein Alarmsignal. Es stoppt sofort alle anderen Prozesse, inklusive des Niesreflexes. Der längste Niesanfall wurde übrigens 1981 dokumentiert. Entschuldigung. Er dauerte 976 Tage. Dabei nieste eine Frau aus Großbritannien über 1 Million Mal. Der für das Sehen zuständige Teil deines Gehirns befindet sich hinten am Schädel. Interessanterweise kontrolliert die rechte Seite die Sicht des linken Auges und umgekehrt. Wenn du an einem lauten Ort bist, wie in einer Bar oder auf einem Konzert, musst du dir die Ohren zuhalten, um deine Freunde besser zu verstehen. Presse den Tragus, die knorpelige Wölbung vor dem Gehörgang, in dein Ohr. Wende dann das Ohr zu deinen Freunden. Spürst du Unbehagen, balle deine Finger zur Faust. Lass den Daumen dabei aufrecht stehen und puste ihn an. Um einen Schluckauf zu beenden, kannst du einen Eiswürfel auf die Zunge legen. Oder du hältst dir mit den Handflächen die Ohren zu und trinkst mit einem Strohhalm ein Glas Wasser, ohne Luft zu holen. Auch die Zunge rausstrecken oder die Arme zur Decke strecken kann helfen. Im Schnitt ist ein Schnarchen 60 Dezibel laut. Das entspricht ungefähr einer normalen Unterhaltung. Manche Schnarcher erreichen sogar 80 Dezibel.
Das ist so laut wie ein eingeschalteter Mixer. Wenn du schneller wach werden möchtest, halte einen Moment lang die Luft an. Dabei fängt dein Herz an, schneller zu schlagen und dein Körper schaltet in den Aktivmodus. Aber übertreibe es nicht. Wenn du zu abrupt aufwachen willst, setzt du dein Herz nur unnötigem Stress aus. Gegen schlechte Laune hilft, einen Bleistift quer zwischen den Zähnen zu halten. Dabei arbeiten Muskeln, die auch am Lächeln beteiligt sind. Sie senden spezielle Impulse an dein Gehirn, woraufhin Endorphine produziert werden. Im Handumdrehen wird das Lächeln ehrlicher. Rechtshändige Menschen kauen vorrangig rechts, während Linkshänder eher links kauen. Der Geruch von Rosmarin aktiviert dein Gedächtnis. Wann immer du etwas auswendig lernen musst, stelle einen Zweig Rosmarin in deine Nähe. Er unterstützt dich, die Informationen schneller und effektiver abzuspeichern. Wenn deine Beine eingeschlafen sind, schafft Kopfschütteln Linderung. Nach etwa einer Minute merkst du, wie sich die Muskeln entspannen und das Kribbeln aufhört. Der Muskel, der den Fokus deiner Augen einstellt, macht pro Tag etwa 100.000 Bewegungen. Um deinen Beinmuskeln dasselbe abzuverlangen, müsstest du 80 Kilometer laufen. Ein Déjà-vu könnte eine Verzögerung bei der Verarbeitung im Gehirn sein. Einer Theorie zufolge tritt das Phänomen auf, wenn das Gehirn eine Information in ein anderes Hirnareal verschiebt. Kommt es dabei zu einer minimalen Verzögerung, erhält dein Gehirn dieselbe Information zweimal und verarbeitet sie, als hätte das Ereignis schon einmal stattgefunden. Von allen Menschen, die mit den Ohren wackeln können, können nur 30% ein Ohr separat bewegen. Ananas brennt im Mund, weil diese Frucht dich auffressen will. Sie ist das einzige bekannte Lebensmittel, das Bromelain enthält. Dieses Enzym spaltet Eiweiße. Zum Glück wird der Angreifer durch deine Magensäure deaktiviert. Wenn du ein Kitzeln im Hals spürst, kratze dich am Ohr. Dabei stimulierst du einen Nerv, der einen Muskelspasmus im Hals auslöst und das Kitzeln verschwindet augenblicklich. Verblüffenderweise verbrennst du im Schlaf mehr Kalorien als beim Fernsehen. Bitte einen Freund, sich auf einen Stuhl zu setzen und lege deinen Zeigefinger an seine Stirn. Bitte ihn nun aufzustehen, ohne die Hände zu benutzen. Klappt nicht. Genauso wie Salamander ihren Schwanz nachwachsen lassen können, können Menschen Knorpel regenerieren. Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass diese gummiartige Substanz in unseren Gelenken sich selbst reparieren kann. Besonders effektiv klappt das in den Knöcheln, weniger gut in den Knien und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Wenn du im Bett liegst und dir plötzlich schwindlig wird, stelle einen Fuß auf den Boden. Dein Gehirn erhält die Information, dass du auf festem Boden stehst und das unangenehme Gefühl verzieht sich. Nur 30% der Menschen können ihre Nasenlöcher aufblähen. Wenn dir jemand während einer Umarmung auf den Rücken klopft, bittet er dich nonverbal loszulassen. Bei Menschen mit einer Vierfingerfurche verläuft nur eine Linie quer über die Hand. Das ist äußerst selten. Nur 1,5% der Weltbevölkerung haben solche Hände. Die meisten haben zwei Handfurchen. Die Vierfingerfurche kommt häufiger bei Männern als bei Frauen vor und liegt meist in der Familie. Deine Geschmacksknospen haben eine recht kurze Lebensdauer, nur 10 bis 14 Tage. Deine Lippen sind 100 Mal sensibler als deine Fingerspitzen. Deine Haut wird schrumpelig, wenn du zu lange im Wasser bleibst, aber nicht, weil sie Wasser aufnimmt, sondern um dir besseren Halt zu geben. Studien beweisen, dass ein Niesen eine Art Reset für die Nase ist. Das Niesen verursacht einen Neustart der Zellen an der Naseninnenwand, der sogenannten Cilien. Wenn ein Mensch an Anosmie leidet, kann er keine Gerüche unterscheiden und wahrnehmen. Die Menge an Nahrung, die du im Verlauf deines Lebens zu dir nimmst, entspricht 8 asiatischen Elefanten. Kein Wunder, dass wir fast 4 Jahre unseres Lebens mit Essen verbringen. Deine Haut analysiert pro Sekunde 1 Million Bits an Daten. Die Ohren verarbeiten 100.000 Bits und die Zunge nur 1.000 Bits. Multitasking ist unmöglich. Was wir als Multitasking bezeichnen, ist eigentlich nur ein verdammt schnelles Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben. Leider neigen Menschen dazu, dabei häufiger Fehler zu machen. Außerdem dauert es doppelt so lange, eine Aufgabe zu erledigen. Es ist jedoch möglich, physische Aktivitäten, die automatisiert ablaufen, mit mentalen Aufgaben zu verbinden. Daher kannst du mühelos joggen oder duschen und nebenbei Probleme wälzen. Wenn jemand ständig an seinen Ärmeln herumfingert, ist er vermutlich sehr nervös. An etwas rumzuspielen ist eine Technik, um sich selbst zu beruhigen.
Du kannst herausfinden, wie einzigartig du bist, indem du auf einem Stängel Koriander kaust. Für manche Menschen schmeckt dieses Kraut nach Seife, weil es eine Chemikalie enthält, die für Seifen verwendet wird. Allerdings besitzen nur 4-14% die entsprechenden Gene, um das zu erkennen. Für einen einzigen Schritt benutzt eine erwachsene Person etwa 200 Muskeln. Deine Augen sind permanent in Bewegung, wenn sie visuelle Informationen aufnehmen. Andernfalls könntest du nicht das Gesamtbild sehen. Diese Bewegungen fallen aber nicht auf, weil unser Gehirn ein genialer Videoeditor ist. Es stabilisiert das Bild und verbindet die unzähligen Fragmente zu einem flüssigen Film. Die Magenschleimhaut erneuert sich alle 3-4 Tage, um zu verhindern, dass der Magen sich selbst verdaut. Wenn eine Person lügt, erwärmen sich die Bereiche um die Nase und in den Augenwinkeln. Das Phänomen wird als Pinocchio-Effekt bezeichnet. Die Leber ist das einzige menschliche Organ, das sich vollständig selbst regenerieren kann. Auch wenn nur noch 25% des ursprünglichen Gewichts übrig sind, kann sie wieder zur vollen Größe heranwachsen. Synästhesie ist eine ungewöhnliche und seltene Fähigkeit, bei der man Musik schmecken und Farben hören kann. Doch nur einer unter 2000 Menschen ist dazu in der Lage. Heutzutage wachsen Fuß- und Fingernägel schneller als vor 50 Jahren. Grund dafür könnte unser erhöhter Proteinkonsum sein. Du verspürst Durst, sobald der Wasserverlust 1% deines Körpergewichts erreicht. Bei über 5% kannst du das Bewusstsein verlieren. Bei mehr als 10%, naja, sagen wir mal, das nimmt kein gutes Ende. Dein Gehirn fasst pro Minute über 48 Gedanken. Das sind fast 3000 Gedanken pro Stunde und über 70.000 am Tag. Jeder Mensch hat etwa 150.000 Haare auf dem Kopf. Im Schnitt wächst jedes Haar 1 cm pro Monat. Das Wachstum aller Haare zusammen ergibt im Jahr eine Distanz von 16 Kilometern. Wenn du einen Krampf im Bein hast, hilft es, den großen Zeh zu dir zu ziehen. Der Muskel wird gedehnt und der Krampf löst sich. In unserem Darm haben wir Bakterien, die Elektrizität erzeugen können. Sie geben Elektronen ab, wodurch ein winziger Strom entsteht. Vermutlich erzeugen sie auf diese Weise Energie. Vielleicht um Licht anzumachen. Hey, da drin ist es verdammt dunkel. Am Ende seines Lebens erinnert sich der Durchschnittsmensch an 150 Billionen Informationsfetzen. Wenn du dir die Zähne putzt, bevor du etwas isst oder trinkst, schadest du deinen Geschmacksknospen. Die meisten Zahnpasten enthalten zwei Chemikalien, Natriumlauryl-Ethersulfat und Natriumlauryl-Sulfat, die deine Fähigkeit, Süßes zu schmecken, senken und die Wahrnehmung von Bitter steigern. Die DEC2-Genmutation ermöglicht Menschen, sich auch nach nur wenigen Stunden Schlaf ausgeruht zu fühlen. Sie werden nicht müde und schlafen nie aus. Mann, das will ich auch. Im Schnitt wachen solche Menschen zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf. Etwa 5% der Weltbevölkerung sind Merkmalsträger. Nur Menschen weinen emotionale Tränen. Andere Lebewesen weinen nur, um die Augen zu befeuchten. Frauen haben mehr Geschmacksknospen auf der Zunge als Männer. Das könnte der Grund sein, warum 35% der Frauen Supertaster, also Menschen, die Geschmäcker intensiver wahrnehmen als andere, sind, während nur 15% der Männer mit dieser Fähigkeit prahlen können. Es ist schwerer, bekannte Personen auf einem Foto zu erkennen, wenn sie keine Augenbrauen haben. Das beweist, dass die Augenbrauen bei der Wiedererkennung wichtiger sind als die Augen selbst. Beim Händezusammenlegen positionieren 50% der Menschen den rechten Daumen über dem linken. Bei 49% liegt der linke Daumen oben. Und nur 1% der Bevölkerung legt die Daumen nebeneinander. Dein Gehirn besteht aus über 86 Milliarden Nervenzellen, die durch 100 Billionen Verbindungen vernetzt sind. Das sind weit mehr, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Würdest du all diese Nervenzellen zählen wollen, bräuchtest du dafür 3000 Jahre. Was für eine Zeitverschwendung. Die Speicherkapazität deines Gehirns entspricht einer 4 Terabyte Festplatte. Das wären über 8 Millionen Fotos. Du kannst dir bis zu 10.000 verschiedene Gesichter merken. Die Anzahl variiert von Person zu Person, liegt im Schnitt aber bei 5.000. Das bedeutet nicht, dass du zu jedem Gesicht einen Namen hast, nur dass du dich an es erinnerst. Wenn du jeden Tag 12 Stunden lang in dieselbe Richtung läufst, brauchst du 800 Tage, um die Erde zu umrunden. Die Bajau sind ein Nomadenvolk, das in den Gewässern rings um die Philippinen, Indonesien und Malaysia lebt.
Dank einer seltenen Mutation sind sie in der Lage, bis zu 13 Minuten lang zu tauchen. Sie stoßen dabei bis in eine Tiefe von 60 Metern vor. Blauschimmelkäse kann deine Träume beeinflussen und sie lebendiger gestalten. Im Flugzeug drücken einem zuweilen die Ohren. Das Problem lässt sich lösen, indem man Kaugummi kaut. Dabei öffnet sich die eustachische Röhre, eine kleine Verbindung zwischen Mundhöhle und Mittelohr. Dadurch kommt es zum Druckausgleich in den Ohren und das unangenehme Gefühl verschwindet. Die eustachische Röhre öffnet sich auch beim Gähnen. Deine Träume sind eine komplexe Mischung aus Fantasie, Erinnerungen und Wissen. Der Durchschnittsmensch hat pro Nacht 4 bis 7 Träume, aber nicht jeder erinnert sich an sie. Auch wenn deine Fingerabdrücke stark beschädigt werden, wachsen sie immer wieder im ursprünglichen Muster nach. Hast du es mit nervigen Kunden zu tun, positioniere einen Spiegel hinter dir. Wenn eine wütende Person sich selbst im Spiegel sieht, benimmt sie sich weniger aggressiv. Wer will sich selbst schon so sehen? Deine Füße werden mit der Zeit größer. Mit dem Alter werden die Sehnen und Bänder schwächer. Dadurch senkt sich die Fußwölbung und der Fuß wird breiter und länger. Nur 3% der Weltbevölkerung hat in der Handfläche Linien, die ein X bilden. In vielen Kulturen gilt es als Zeichen einer starken Persönlichkeit. Das menschliche Gehirn besteht zu 73% aus Wasser, genauso wie das Herz. Verliert das Gehirn nur 2% Flüssigkeit, fühlst du dich ausgelaugt. Dein Gedächtnis funktioniert dann auch nicht mehr so gut, deine Aufmerksamkeitsspanne sinkt und du bekommst schlechte Laune. Bei den meisten Menschen entspricht die Körpergröße ihrer Armspanne. Eine bestimmte Genmutation führt zu extrem dichten Knochen, die quasi nicht brechen. Sie sind um ein Vielfaches stabiler als durchschnittliche Knochen. Auch die Haut der Menschen mit dieser Mutation altert langsamer. Vielleicht sind dir schon mal winzige Pünktchen und verschnörkelte Linien im Sichtfeld aufgefallen, wenn du in ein helles Licht oder den blauen Himmel schaust. Man sieht sie nur 1 bis 2 Sekunden lang. Manchmal sehen sie wie kleine Würmchen aus. Nun, das sind deine weißen Blutkörperchen, die durch die Kapillaren auf der Vorderseite deiner Retina fließen. Die meisten Menschen bemerken sie erst, wenn man sie darauf hinweist. Wenn dir jemand mit hochgezogenen Augenbrauen zuhört, interessiert derjenige sich vermutlich ehrlich für deine Geschichte. Wenn du die DNA eines Menschen komplett ausrollst, erstreckt sie sich über eine Länge von 16 Milliarden Kilometern. Das ist die 40.000-fache Distanz zwischen Erde und Mond. Die menschlichen Zähne sind fast genauso stark wie die eines Hais. Der Zahnschmelz, die äußere Schicht, ist die härteste Substanz im Körper. Deine Nasenlöcher arbeiten nicht durchgehend mit konstanter Effizienz. Beim Atmen übernimmt immer ein Nasenloch die Hauptarbeit und nach ein paar Stunden wird gewechselt. Dein rechtes Ohr reagiert stärker auf Sprache, während dein linkes besser Musik wahrnimmt. Wissenschaftler vermuten, dass das daran liegt, dass die linke Gehirnhälfte die Sprache verarbeitet, während die rechte für Musik und Kreativität verantwortlich ist. Deine Lippen erscheinen rot, weil direkt unter der Haut unzählige winzige Kapillaren verlaufen. Beim Verspeisen von kalten Lebensmitteln oder Getränken kann es zu Hirnfrost kommen. Der Grund dafür sind gefrorene Nervenenden an deinem Gaumen. Sie schicken ein Signal an dein Gehirn, um dich davon abzuhalten, weiterhin so kaltes Zeug zu essen. Das unangenehme Gefühl kannst du schnell beseitigen, indem du deine Zunge fest an dein Gaumendach presst. Deine Lippen schwitzen nicht, weil es dort keine Schweißdrüsen gibt. Ihnen fehlen auch die Drüsen, die einen Schutzfilm gegen Austrocknung produzieren. Daher sind deine Lippen gegenüber Sonne, Wind und Kälte viel anfälliger und trocknen schneller aus als andere Körperpartien. Ohne Speichel wärst du nicht in der Lage zu schmecken. Die Geschmacksknospen haben spezielle Rezeptoren, die verschiedene Geschmacksrichtungen erkennen. Ohne Flüssigkeit können die Moleküle aber nicht an die Rezeptoren andocken. Es gibt nur wenige Zellen in deinem Körper, die dich dein gesamtes Leben lang begleiten werden. Dazu gehören die Zellen der inneren Linse im Auge, die Muskelzellen deines Herzens und die Neuronen im zerebralen Kortex, der äußeren Schicht deines Gehirns. Millennials sind Menschen, die momentan zwischen 25 und 40 Jahre alt sind. Sie sind vergesslicher als ältere Menschen. Der Grund dafür ist der höhere Stresslevel, dem sie ausgesetzt sind. Menschen mit Albinismus haben wenig bis gar kein Melanin im Körper. Dieses Pigment verleiht Haut, Haaren und Augen Farbe. Diese Störung tritt nur selten auf. In Deutschland sind es knapp 5000 Fälle. Es gibt auch okulären Albinismus. Experten zufolge tritt diese Laune der Natur nur bei 1 von 50.000 Menschen auf. An einem Tag legt das Blut in deinem Körper 19.000 Kilometer zurück. Das entspricht dem halben Umfang der Erde. Fast 25% des Cholesterins im Körper befinden sich im Gehirn.
Diese Substanz ist entscheidend für dein Gedächtnis und die Lernfähigkeit. Aber die Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass die Hirnzellen das Cholesterin aus dem Blut aufnehmen. Das Gehirn produziert daher sein eigenes Cholesterin. Paradoxerweise zählen deine Zähne nicht zu den Knochen, obwohl sie Teil des Skeletts sind. Vielleicht, weil sie sich leider nicht regenerieren können. Bricht ein Knochen, heilt er, indem er neue Knochenzellen bildet. Deine Augen nehmen etwas wahr, das sie gerade mal 13 Millisekunden lang sehen und das Gehirn kann das Bild verarbeiten. Zum Vergleich, ein Wimpernschlag dauert 100 bis 400 Millisekunden. Helles Sonnenlicht bringt 17-35% der Menschen zum Niesen. Dieses Phänomen wird als photischer Niesreflex bezeichnet. Deine Finger sind extrem sensibel. Sie spüren Objekte, die so winzig wie der Durchmesser eines Haares sind. Wären deine Finger so groß wie die Erde, könntest du den Unterschied zwischen Autos und Häusern spüren. Wenn es in einem Restaurant Kalorientabellen gibt, tendieren Menschen dazu, ungesündere Gerichte mit mehr Kalorien zu bestellen. Sie vergleichen die Optionen, sagen wir Burger und Salat, und stellen fest, dass der Unterschied nur gering ist. Da der Burger sättigender erscheint, bestellen sie ihn. Wenn sie nicht wissen, dass eine Portion Salat fast genauso viele Kalorien enthält wie ein Burger, entscheiden sie sich für die gesündere Variante. Der menschliche Körper ist diese perfekt ausbalancierte Maschine, oder? Nun, nicht wenn ich ihn benutze. Normalerweise arbeiten alle seine Teile nahtlos zusammen, um uns am Leben zu erhalten und, naja, am Leben. Jedes unserer Organe ist für unsere täglichen Aktivitäten unerlässlich. Vom Atmen, Gehen, Sprechen bis hin zum Entwickeln von brillanten Ideen, die die Menschheit voranbringen. Aber sind sie wirklich unerlässlich? Brauchen wir wirklich all diese Körperteile oder sind einige von ihnen nur alte Relikte, mit denen wir in diesem merkwürdigen Spiel der Evolution stecken geblieben sind? Nehmen Sie zum Beispiel Weisheitszähne. Nein, jemand hat meine bereits genommen. Ja, das sind diese Paare von Zähnen, die im hinteren Teil Ihres Mundes stecken und für die Sie oft zum Zahnarzt gehen müssen. Sie werden auch als dritte Molaren bezeichnet. Und während sie zum Kauen von Nahrung genutzt werden können, denken viele Menschen, dass sie einfach unnötig sind. Und das ist interessant. Weltweit haben etwa 22% der Menschen nicht einmal alle vier. Wenn sie herauswachsen, neigen sie am ehesten dazu, betroffen zu sein, was bedeutet, dass sie im Kieferknochen stecken bleiben und nicht ordnungsgemäß durch das Zahnfleisch kommen können. Das liegt alles daran, dass unsere Kiefer oft zu klein sind, um diese zusätzlichen Kerle aufzunehmen. Einige kluge Wissenschaftler denken, dass das daran liegt, dass wir im Laufe der Zeit dazu entwickelt haben, kleinere Kiefer zu haben. Neueste Beweise zeigen auch, dass das, was wir als Kinder essen, daran schuld sein könnte. Aber es ist schwer sicher zu wissen. Anscheinend kann das Kauen von schwer zu kauenden Lebensmitteln wie rohem Gemüse und Nüssen tatsächlich das Kieferwachstum anregen, während das Essen von weichen, verarbeiteten Lebensmitteln es irgendwie hemmen kann. Und das lässt wenig Platz für unsere hinteren Zähne, um hereinzukommen und ihre Arbeit zu erledigen. Werden sie in der Zukunft ganz verschwinden? Ich schätze, wir menschlichen Säugetiere müssen einfach abwarten und sehen. Jetzt sprechen wir über das Vomeronasal-Organ, Vomesronasal. Oder wie ich es gerne nenne, das geheime Instrument der Nase. Sie sehen, Nagetiere und andere Säugetiere haben diese großartige Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, indem sie chemische Signale namens Pheromon verwenden. Und raten Sie mal. Sie haben ein spezielles Organ namens Vomeronasalorgan oder VNO, das Ihnen hilft, diese Pheromon zu erkennen. Hier wird es interessant. Obwohl die meisten erwachsenen Menschen etwas haben, das einer VNO in ihrer Nase ähnelt, stellt sich heraus, dass es im Grunde genommen ein nutzloses Überbleibsel ist. Neurowissenschaftler sagen sogar, dass wenn man sich die Anatomie dieses Organs ansieht, man keine Zellen sehen wird, die denen ähnlicher Organ, anderer Säugetiere ähneln. Auch scheint dieses Organ bei, Menschen nicht mit dem Gehirn zu kommunizieren. Es ist nicht alles schlechte Nachrichten. Auch wenn die menschliche VNO ziemlich nutzlos ist, sieht es so aus, als könnte sie immer noch auf einige Pheromone reagieren. Werden Menschen dieses Organ auf ihrer evolutionären To-Do-Liste behalten? Für jetzt würde ich es auf den Vielleicht-Stapel legen. Nun, hier ist eine Geschichte. Tiere, die Schwänze haben, benötigen diese Strukturen für viele Dinge.
Einige benötigen es für das Gleichgewicht, andere zur Navigation, während einige es benötigen, um potenzielle Partner anzuziehen. Aber wussten Sie, dass wir, wenn wir nur wenige Wochen alt in unserem Mutterleib sind, tatsächlich auch Schwänze haben? Das stimmt. Wir haben einen ganzen kleinen Schwanz mit Wirbelsäule. Während wir uns entwickeln, verschwindet dieser Schwanz auf magische Weise und wir bleiben mit unserem verlässlichen Steißbein zurück. Menschen und Affen sind einzigartig, da wir im Gegensatz zu anderen Primaten keine Schwänze haben. Es ist ein Rätsel, warum Affen ihre Schwänze verloren haben, aber wir können uns alle einig sein, dass es uns in einer Menschenmenge auffallen lässt. Allerdings wird einmal alle Jubeljahre ein Mensch mit einem kleinen rudimentären Schwanz geboren. Niedlich, oder? Nun, freuen Sie sich nicht zu sehr, denn diese Schwänze haben keine Wirbel und können manchmal mit einer schwierigen Erkrankung der Wirbelsäule verbunden sein. So oder so sind diese Schwänze normalerweise harmlos und können leicht mit einer schnellen Operation entfernt werden. Und seien wir ehrlich, es ist nicht so, als würden wir es vermissen. Wer braucht schon einen Schwanz, wenn man Arme und Beine zum Bewegen hat? Stellen Sie sich vor, Sie müssten versuchen, Hosen zu finden, die passen, mit einem Schwanz, der hinten raussteht. Kein guter Look. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in der Zukunft Schwänze benötigen werden, ist gering bis nicht vorhanden. Daher vermute ich, dass die Steißbeine in zukünftigen Generationen Tschüss sagen werden. Auch Menschen haben eine lustige kleine Falte der Membran in der inneren Ecke der Augen, die Plica semilunaris, Plahiku semilonervoris genannt wird. Es ist im Grunde genommen das, was von einem dritten Augenlid übrig ist, das noch bei einigen Tieren wie Gorillas und anderen Primaten zu finden ist. Aber hier ist die lustige Sache. Sogar unsere engen Verwandten, die Schimpansen, haben diese kleine Falte, die auch nutzlos zu sein scheint. Also, wir sind nicht alleine mit dieser Augenmerkwürdigkeit. Wenn man von ungewöhnlichen Membranen spricht, erfüllen sie bei verschiedenen Tieren eine Vielzahl von Funktionen, wie beispielsweise den Schutz des Auges vor Schmutz und Feuchtigkeit oder das Verbergen der Iris vor Raubtieren. Einige Arten können sogar durch ihre transparenten Membranen sehen, wenn sie unter Wasser oder unter der Erde sind. Nun, der Grund, warum wir Menschen unser drittes Augenlid verloren haben, ist immer noch ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht haben Veränderungen in unserem Lebensraum und unserer Augenphysiologie es unnötig gemacht. Oder vielleicht haben wir uns einfach zu cool für ein drittes Augenlid entwickelt. Wer weiß. Mit oder ohne rudimentäre Organe ist es interessant, sich vorzustellen, wie Menschen in der Zukunft aussehen könnten. Viele Organe sind aufgrund unserer Lebensstiländerungen überflüssig geworden. Möchten Sie einen Blick darauf werfen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten? Und in der gleichen Hinsicht oder Arterie. Haben Sie schon mal vom Konzept der Textklaue gehört? Das ist, wenn Sie so viel Zeit mit dem Tippen auf Ihrem Handy oder Laptop verbringen, dass Ihre Hand anfängt zu krampfen wie eine Klaue. Und das ist nur eine der körperlichen Veränderungen, die uns passieren könnten, wenn wir in dieser techniklastigen Welt nicht auf unseren Körper aufpassen. Aber nicht nur unsere Hände sind betroffen. Wir könnten mit 90 Grad Ellenbogen enden, weil wir unsere Geräte ständig in diesem Winkel halten und sogar ein kleineres Gehirn bekommen, aufgrund all der Ablenkungen und Informationsüberlastung. Jetzt weiß ich, was Sie denken. Wir können nicht einfach die Technologie aufgeben und zurück in die Steinzeit gehen. Und Sie haben recht. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen uns der möglichen negativen Auswirkungen bewusst sein und Schritte unternehmen, um ihren Schaden zu reduzieren. Deshalb hat ein Team von Designern ihre kreativen Kräfte gebündelt, um Mindy zu präsentieren. Einen zukünftigen Menschen, dessen Körper sich aufgrund der ständigen und unendlichen Nutzung von Smartphones, Laptops und anderen Arten von manischen Geräten physisch verändert hat. Obwohl Mindys übertriebene Veränderungen vielleicht nicht in unserer Zukunft liegen, sind die Bedenken dahinter real. Was können wir also tun? Nun, ein Vorschlag ist, regelmäßige Pausen von unseren Bildschirmen zu nehmen und ein wenig die Beine zu vertreten. Vielleicht sogar ein bisschen Büro-Yoga oder Tanzpartys fördern, um das Blut in Wallung zu bringen. Wir müssen nicht vollständig auf Technologie verzichten, aber wir müssen uns der Auswirkungen auf unseren Körper und Geist bewusst sein. In vielen Jahren in der Zukunft könnten wir sogar kleiner werden. Ein Wissenschaftler glaubt, dass wir, wenn wir kleiner wären,
unsere Körper weniger Energie benötigen würden, was auf unserem zunehmend überfüllten Planeten sehr praktisch wäre. Es ist lustig, darüber nachzudenken, wie anders unser Leben jetzt im Vergleich zu unserer Zeit als Jäger und Sammler ist. Damals hatten wir nur mit einer Handvoll Menschen jeden Tag zu tun. Aber jetzt ist es sehr wichtig, sich die Namen der Leute zu merken. Und es könnte sogar etwas sein, worin wir besser werden. Und stell dir das vor, Technologie könnte tatsächlich eine Rolle in unserer Evolution spielen. Wissenschaftler glauben, dass wir eines Tages Implantate in unserem Gehirn haben könnten, die uns helfen, die Namen der Menschen zu erinnern. Es ist, als hätte man ein biologisches Telefonbuch direkt in deinem Körper. Wäre das nicht cool? Wer weiß, vielleicht haben wir in der Zukunft sogar sichtbare Technologie als Teil unseres Aussehens. Stelle dir vor, ein künstliches Auge zu haben, das verschiedene Farben und Visuals sehen kann. Und lassen Sie mich erst gar nicht damit anfangen, wie wir aussehen könnten, wenn wir den Mars kolonisieren. Bei der geringeren Schwerkraft könnten sich unsere Körper auf alle möglichen Arten verändern. Wir könnten längere Arme und Beine oder sogar isolierendes Körperhaar wie unsere Neandertaler Vorfahren haben. Es ist schwierig zu bestimmen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten, ohne sehr genaue Daten zur Unterstützung der Modelle. Aber es ist fair zu sagen, dass diese Veränderungen mindestens interessant sein werden. Für mich ist es, gelinde gesagt, zu spät. Ich habe hier bereits über 1400 Wörter gesagt.